Einen schönen guten Morgen, lieber Andreas. Freut mich, dass wir beiden zusammensitzen. Guten Morgen, lieber Frank. Ja, du bist ja schon ganz braun, sehe ich. Das kommt wahrscheinlich daher, dass du frisch aus Ägypten so weit zurück bist. So fast, aber das ist eher die Beleuchtung. Ich werde nicht so schnell braun, obwohl ich aus dem Osten komme, aber. Ah, okay. Ja, du hast Silvester, den Jahreswechsel, ja ganz besonders verbracht, hast du mir anvertraut oder habe ich rausbekommen. Da, wo wahrscheinlich noch kein einziger unserer Zuhörer je war, über den Jahreswechsel, oder? Ja, also weiß ich nicht, aber das ist natürlich schon selten. Ich habe den Jahreswechsel in der großen Pyramide in Gizeh verbracht, in Kairo. Und genau genommen den Übergang von Mitternacht, also von einem Jahr zum anderen, in der unterirdischen Kammer 30 Meter unter der Erde, unter der Pyramide. Total abgefahren. Total ab, finde ich klasse. Du bist irgendwie auch da Reiseleiter beim Kopp Verlag oder so etwas, gell? Ja, Du, genau, bei Kopp ja. und Spangler, die so leicht angegliedert neben dem Kopp Verlag sitzen. Genau, mache ich Reisen nach Ägypten und Armenien, um eben Menschen die ägyptische Kultur zu zeigen und auch natürlich die Rätsel zu zeigen, die Fragen zu zeigen und die Geometrie zu zeigen, unsere Vorgeschichte, Hochkultur und so weiter. Da springt man ja mitten rein, wenn man in Ägypten ist. Ja, ist ja auch sau spannend. Wir wollen ja heute auch tatsächlich über dein, ja, ich glaube, dein Hauptthema, heilige Geometrie, reden. Wobei ich auch ein Faible habe für alte Kulturen, antike Kulturen. Die Bauweisen hat mich auch schon immer fasziniert, weil ich sehe, da ist einiges nicht so, wie es uns erzählt wird. Ja? Also ein ganz profanes Beispiel. Hier bei uns fährst du 5 Minuten, kommst durch ein sehr enges Tal. Dort sind Schiefergesteinsschichten und wenn ich da lang gefahren bin, die sind dann entgegen der Wuchsrichtung sind die zerteilt, ja, gerade zerteilt. Da dachte ich mir schon immer, das muss künstlich sein, ja. Tatsächlich habe ich dann recherchiert, hier gab es auch Schieferbergbau, ja, wunderbar. Die Lehre von der Geschichte ist, wenn ich jetzt die Fotos nebeneinander stellen würde von diesem Schieferbergbau, von dem ich dir erzählt habe, und von bestimmten Fotos, die es jetzt aus Amerika gibt, die es aus Afrika gibt, wo Steine wirklich direkt durchgetrennt sind, dann weißt du, es ist künstlich, ja. Aber gut, da sind wir natürlich nicht in unserem Thema heute. Ja, aber das ist auf Ägyptenreisen immer ein Thema, dass die Leute auf eine spirituelle Reise kommen und dann bringe ich ihnen erstmal Gesteine bei und sie lernen zu sehen, weil das natürlich auch ein wichtiger Teil ist. Das eine ist, sag mal, das spirituelle Wissen oder das innere Ahnen und das andere ist das Spurenlesen, zu erkennen, was haben wir denn hier eigentlich? Was ist denn das? Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Kann das sein? Wo hakt unsere Geschichtsschreibung und so weiter? Ja, dieses Augenöffnende. Ich würde es sogar auf die Spitze treiben, dass ich sage, wir sehen nicht, was ist, sondern wir sehen nur, was wir denken. Und wenn In wir den meisten Fällen ja. ja, ne, viele gucken dann gar nicht mehr hin, weil die Welt hat jetzt natürlich sowieso ihren Zauber auch verloren durch unsere Naturwissenschaften, durch die Rationalisierung der Welt, sind nicht mehr offen dann für die Wunder. Ja, und da kommt da eins zum anderen. Das wäre schon wieder ein anderes Thema. Verzeih bitte, total chaotischer Einstieg. Wir wollen über heilige Geometrie heute reden. Du hast das Pythagoras-Institut dafür auch gegründet und betreibst das, gell? Ja, Das hat auch den Schwerpunkt heilige Geometrie. Das hat den Schwerpunkt und der zweite Schwerpunkt ist das Herz, also unsere Wahrnehmung. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf. Du kannst mit dem Gehirn kannst du immer nur polar wahrnehmen. Ja, das besteht aus zwei Teilen und das wird dir immer zwei Antworten geben. Und da fehlt sozusagen ein ausgleichendes Element, die drei oder der Ursprung, die Quelle, aus dem dann alles kommt. Und das ist das Herz. Und da mache ich Schulungen, um die Menschen wieder ins Herz zu führen und ihnen beizubringen, wie sie mit dem Herzen wahrnehmen. Beziehungsweise wie man erstmal das Ding hier zur Ruhe bekommt, damit man merkt, also das Herz ist sowieso da. Ja, das spricht ständig zu dir, aber es ist halt leise. Ja, das Herz brüllt nicht an, halt an. Oder so, sondern es sagt immer ganz liebevoll, dreh um, mach's anders und so weiter. Und du musst lernen, darauf zu hören und zu merken, wie wichtig das ist. Und dann formt sich dein Leben auch anders. Also ich mache Herz und Geometrie. Ja, das tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen. Wir haben ja alle diese leise innere Stimme. Nennen wir es die Herzstimme. Es kann auch das Gewissen sein.
Die einzige Qualität, die es eigentlich in diese laute Welt mitbringt, diese leise Stimme, ist Hartnäckigkeit, ist Beständigkeit. Ansonsten ist der Verstand, sind die Umweltreize viel, viel lauter und überdröhnen es um ein Vielfaches, ja. Aber es bleibt halt immer beständig. Ich denke, viele unserer Zuschauer kennen diese Stimme auch. Und man kann sie so herrlich überhören, findest du nicht auch? Man kann Ich sie. finde das auch, ja. Und das ist ja, sagen wir mal, Teil unserer Welt, dass sie so laut ist, dass wir eben ja nicht auf die innere Stimme hören. Dass wir immer abgelenkt werden, immer in Bewegung gehalten werden, um ja nicht hinzuhören. Weil das ist die einzige Chance. Wenn es still wird, dann kommt ja automatisch die Stimme. Jeder hat eine Weisheit, jeder weiß, was richtig ist, jeder weiß, was er tun sollte. Ja, aber er läuft natürlich auch gerne davor weg, weil es vielleicht scheinbar schmerzhafter ist, sich selber zu stellen, als jetzt den neuesten HD-Fernseher zu kaufen oder so. Genau so. Warum ist das so, Andreas? Hast du auch dafür eine Antwort? Warum ist es so, dass, ich sage jetzt mal, der rechte Weg, der Weg in die Harmonie, ins Zentrum hinein, zu Gott, warum ist der schwer? Warum macht man es uns so schwer? Es sind schon viele Vorannahmen drin. Hast du eine Antwort auf das Warum? Also, das eine ist, ich habe zu dem Thema mal einen Film gemacht, der heißt Das menschliche Manifest. Den findet ihr auch bei YouTube oder bei mir als DVD oder so und auf diversen Streaming-Portalen, wo ich einfach aufzeige, dass es eben nicht Zufall ist, sondern dass es wirklich irgendwelche Kräfte gibt, die das wollen. Entschuldigung. Ja, denke ich auch, ja. Und da sind wir eigentlich in der Grundfrage drin, was ist der Mensch? Weil wir sind ja schon auf eine Art sozusagen Tiere. Wir fortpflanzen uns und so weiter, aber wir haben eben die Fähigkeit, Bewusstsein zu haben. Und mit dem Bewusstsein sind wir in der Lage, also Bewusstsein ist nicht etwas, was irgendwie aus der Materie entsteht, wenn ein System komplex genug ist, sondern Bewusstsein ist etwas, was uns gegeben ist, was durch uns hindurchfließt. Ja, das ist wie sozusagen eine Grundeigenschaft des Universums. Und wir haben die Fähigkeit, eben Bewusstsein hier reinzubringen und etwas zu verändern. Und da sind wir an so einer ganz grundsätzlichen Frage dran. Es gibt in der Philosophie oder in der esoterischen Philosophie die sogenannte Luzifer-Rebellion. Und die Luzifer-Rebellion ist ein Plan, von Gott abzukehren, also Gott herauszufordern, sozusagen. Und wir Menschen sind ein Teil davon. Und wir können uns entscheiden, oder ein Teil der Menschen kann sich entscheiden. Ein paar Menschen können das nicht. Also die sehen aus wie Menschen, die sind keine Menschen. Aber wir haben die Möglichkeit, uns eben in die tierische Welt oder in die Maschinenwelt hineinzubegeben und fallen zu lassen. Oder wir haben es die Möglichkeit, das alles zu verlassen, zu verwandeln und wieder Gott hierher zu bringen. Und weil wir das haben, und wenn wir jetzt, naja, ganz, ganz streitbar werden, dann sogar, weil unser Volk oder weil eine bestimmte europäische Qualität, sagen wir mal, nicht jetzt zwingend unser Volk, aber diese europäische Qualität, Hochkultur, Schönheit, Philosophie, Weisheit, Empfindsamkeit, eine Gefahr ist für diese Kräfte, die von Gott abgefallen sind, läuft ein Generalangriff, um das zu verhindern. Aus einer noch höheren Sicht, jetzt können wir natürlich sagen, die sind böse und so weiter. Aus einer noch höheren Sicht könnte man sagen, wir brauchen das Böse als Timing-Instrument, das sozusagen, oder Gott braucht das Böse als Timing-Instrument, dass in dem Ringen der beiden Kräfte alles genau zu seiner Zeit passiert. Und dadurch entschieden wird, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran und so weiter. Wenn es das nicht gäbe, wenn es die Widersacherkräfte nicht gäbe, würden wir wie so ein Gummiband zu Gott zurückkehren. Und so passiert es eben schrittweise, auch wenn es für uns schwer ist, aber wir reiben uns, wir lernen was dabei und bewegen uns, können Erfahrungen machen und so weiter. Okay, ein schönes Einstiegskonzept, sind wir schon ganz tief drinnen. Was ist dann Sinn des Ganzen? Das fehlt jetzt nur, du hast es umfangreich geschildert, vielen Dank, toll. Wir haben viele Deckungen, okay, aber was ist dann Sinn, um dem Ganzen jetzt noch die Piemont-Kirsche aufzusetzen? Frag eine Ameise, was der Sinn von dem Ameisenhaufen ist.
Ich habe ja ab und zu mal immer Gespräche mit dem Swami Madhava, Peter, und der meint, die Erfahrung Gottes, die Selbsterweiterung, sein sich selbst kennenlernen, was wir suchen, was sich in uns sehnt, sehnt sich auch in ihm und ist im Grunde eine beidseitige Suche, ein beidseitiger Erfahrungsprozess, der auch auf eine gewisse Mystik verweist, weil natürlich Gott allmächtig und von allem alles ist, ja. Unbegrenzt eben, aber eben insofern mystisch, als dass er sich trotzdem weiter ausdehnen kann und ausdehnen will und erfahren will. Das seien dann Dinge, die nicht mehr begreifbar sind für uns hier, also dein Ameisengleichnis. Aber tatsächlich, diese Antwort wäre dann Selbsterfahrung, Die gefällt mir. Also da ist jetzt nicht so ein ja. Okay. moralischer, also da ist nicht so ein moralischer Zeigefinger drin, von wegen. Wir müssen lernen oder Licht kann sich nur durch Dunkelheit erfahren. Das ist für mich alles Nonsens. Wenn Gott möchte sich selber erfahren, ohne Wertung, weil das existiert nicht auf einer höheren Ebene, diese Wertung und Urteile. Und letzten Endes, also wir können darüber philosophieren, aber ich muss dann immer auch meine Kleinheit eingestehen und sagen, ich weiß es nicht wirklich, weil ich eben so klein bin, und um meine Beschränktheit weiß. Ja, weil wir haben zwar jetzt gerade gesagt, ne, der europäische Geist und so weiter. Aber da denken wir sind die Einzigen und nur so wie wir kann man leben. Wenn ich in Ägypten bin, arabischer Kulturraum, muslimisch, völlig anders als uns, dann denke ich, ja, okay, so kann man auch leben. Dann bin ich in China oder Indien und denke, okay, ist nicht arabisch, nicht europäisch, so kann man auch leben. Dann fährst du nach Japan, ist es wieder anders. Also, und jeder würde sagen, wir sind der richtige Geist vielleicht, aber das Leben hat unendlich viele Facetten, sozusagen. Das ist das Ding hier. Du kommst hier auf diesen Planeten oder was auch immer es ist, auf diese Erde, und fängst relativ früh an, dich zu entscheiden. Und mit diesem Entscheiden kommst du aus der Mitte raus und fängst diesen Schlingerkurs durchs Leben oder durch die Leben an. Ja? Erfährst dann ständig, dass das nicht glücklich macht, jenes nicht glücklich macht und tendierst dann zum Gegenteil. Ja? Und fängst an zu erfahren, zu probieren. Ja, ich Ja, meine. wobei wir aber eben auch tausendmal am Tag in die Mitte wieder zurückkehren. Also es gibt ja diesen westlichen Spruch, ich denke, also bin ich. Die Kamera kommt gleich wieder, die hängt kurz. Ich denke, also bin ich. Aber wir haben ja auch Momente, wo wir nicht denken. Und wenn wir nicht denken, sind wir ja trotzdem da. Und wir haben alle möglichen Gedanken, aber wir kehren immer wieder zurück. Nur, und da sind wir wieder beim Anfang, wir können das nicht aushalten. Ja? Ich stell dir vor dir würde ein universelles Wesen stehen, ob du nun sagst, das ist Jesus oder Odin oder wen du da nehmen möchtest oder Buddha. Und der ist voller Weisheit, kann alles sehen, ist unendliche Liebe und er schaut dich an und liebt dich. Kannst du das aushalten? Ja, du willst dann sofort damit verschmelzen. Da gibt es ja die Gleichnisse mit dem Licht. Das ist jetzt Ja, zwar kein ja. Wesen. Ja, was denn? Nein, die meisten wollen das nicht, weil die meisten werden sagen, ich bin es nicht wert. Ich Wow. habe doch noch Das ist das. eine Ich steile bin, These jetzt hier. Ich ja, glaube, ich bin. ich habe so erfahren, dass du nur noch in Liebe eins damit sein willst. Diese Zweifel und sowas. Kann ich nichts mit anfangen, kenne ich so nicht. Das ist so einnehmend, das ist Wunderschönste, auch in seiner Frequenz, dass dir überhaupt gar keine Gedanken mehr kommen, außer eins sein damit. Das ist natürlich auch gut. Wir waren ja sozusagen bei den Momenten, wo wir still sind. Wenn wir da länger drin sind, würden wir dort bleiben wollen. Aber vorher kommen erstmal diese ganzen Sachen hoch, von denen wir denken, dass wir nicht wert sind. Und da weichen wir dann eben aus Ah, okay. in irgendwelche Sachen. So meinte ich das. Also ein sehr schöner Eindruck ist auch, ich habe ja früher sehr viel RV gemacht, Remote Viewing, weißt du, ob du das kennst? Da hatten wir als Target auch die Pyramiden, wo du ja jetzt herkamst, unter anderem, und haben in den Sessions ungefähr 2001, 2002 so rum, haben wir damals untergründige Kammern entdeckt. Also jetzt nicht die, in denen du drin warst. Ich kenne ja mittlerweile auch so ein bisschen diesen Aufschnitt der Pyramide, wo es dann nach unten geht, sondern unter dem gesamten Plateau lauter Kammern,
Was sich ja mittlerweile auch bestätigt hat, ich habe es zumindest jetzt ein paar Mal gelesen, weiß nichts Genaues drüber. Und da waren aber auch Wesenheiten, also echte Gatekeeper, was man heute sagt, da würdest du plötzlich mit Wesenheiten konfrontiert. Und da, deswegen kam ich drauf, war das Gefühl regelmäßig so, dass die sehr viel größer waren, viel mächtiger waren, man sich sehr klein gefühlt hat. Wie so Amöben, was willst denn du hier? Ja, wie kommst denn du hierher? Und dann so, ja, also das gibt es auch, dass man Begegnungen mit Wesenheiten da draußen hat in den astralen Welten, die dann alle, ja, uns immer wieder reflektieren, wir sind gar nicht so groß, wie wir uns hier halten. Ne? So Schöpferwesen und sowas. Das wird dann schnell relativiert. Ja. Ja, genau. Kannst du da irgendwas mit anfangen oder? Eher nicht so. Doch sehr viel. Okay. Wir haben uns zuletzt in Halle gesehen, da hast du auch einen Vortrag über die heilige Geometrie gemacht. Wir verbabbeln uns, Genau. aber ich glaube, es ist trotzdem ganz, ganz schön, auch für die Leute, wenn sie zuhören, den ich sehr bewundernswert fand. Und wir wollen ein bisschen da reingehen. Du hast auch mehrere Bücher geschrieben. Deine Bücher, das mit dem Herz habe ich jetzt nicht dabei. Sehr, sehr schöne, empfehlenswerte Bücher. Immer auf den Punkt gebracht. Nie, du hast nie zu viele Worte darin verschwendet oder ausgekleidet, sondern gesagt, was zu sagen ist und weiter. Das, also andere hätten daraus jeweils 500 Seiten Bücher gemacht. Ja, sehr komprimiert das Ganze. Und wenn mir nach dem Studium eine Frage auf dem brennt, dann wäre es die, woher kommt die heilige Geometrie. Und wie kommt es zu ihr? Kannst du dazu etwas sagen? Von Gott oder von dem Urbewusstsein. Sie ist von Anfang an da. Also Bewusstsein ist erstmal. Bewusstsein hat keine Form, Bewusstsein hat keine Struktur, Bewusstsein ist. Und dieses Bewusstsein hat sich aus was für Gründen auch immer entschieden, dieses Universum zu bauen, in dem wir jetzt drinne sind. Und dabei wurden bestimmte Regeln aufgestellt, sagen wir geometrische Formen oder geometrische Strukturen. Es sind sozusagen Bewegungsmuster, wie sich dieses Urbewusstsein in der großen Leere, in dem Nichts, in dem formlosen, strukturlosen Raum bewegt und damit eben Strukturen auslegt, damit sich dann darin etwas entfalten kann. Ja, Also okay. Wenn wir mal auf der Metapherebene bleiben oder mal kurz raufgehen, ich sage den Leuten immer, also ihr seht ja jetzt den Bildschirm zum Beispiel, ja, und ihr seht uns beide, aber das Bild, was ihr seht, das bin ja nicht ich und nicht der Frank, sondern das ist nur das Bild von uns. Das eigentliche Ich ist irgendwo anders. Ja. Und innerhalb der Welt, selbst wenn wir uns jetzt eins zu eins gegenüberstehen würden, wie wir es ja in Halle gemacht haben, du würdest mich sehen, aber du siehst nicht mich, du siehst meinen Körper. Ich forme den Körper möglichst nach dem, was ich empfinde, wie ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich bewege, wenn ich spreche, dann würdest du sagen, ja, da sehe ich den Andreas. Aber in dem Moment, wo ich schlafe oder wo ich tot bin, der Körper da liegt, würdest du sagen, nee, das ist aber nicht der Körper. Das sagt man, das sind die sterblichen Überreste. Und jetzt, um bei dem Bildschirm zu bleiben, der hat ja eine Matrix. Der hat ein geometrisches Muster aus Pixeln, die rot, grün und blau sind. Und je nachdem, welche Farben da eingeschaltet sind oder nicht, hast du halt eine Farbempfindung auf deinem Auge, wenn du diesen Bildschirm anschaust. Und die, die den Bildschirm entwickelt haben oder die Grundlagen, die haben ja nicht darüber nachgedacht, was man da Zoom machen kann oder dass man da Ballerspiele machen kann oder irgend sowas, sondern die haben erstmal nur einen universellen Bildschirm erschaffen. Und so in dem Sinne könnte man sagen, hat Gott erstmal überhaupt die Matrix ausgelegt. Ja, völlig wertfrei. Und dann konnte man in die Matrix hineingehen und dort Erfahrungen machen. Was dann mit der Matrix passiert oder was dann innerhalb der Welt passiert, das ist eine andere Geschichte. Aber erstmal überhaupt, Bewusstsein hat dieses Ding ausgelegt. Und muss man gleich dazu sagen, ne, bei dem Ameisenbeispiel, wir sind ja innerhalb des Systems. Wir haben bestimmte begrenzte Wahrnehmungsstrukturen. Und da fällt es uns schwer, sozusagen außerhalb dieser Matrix zu denken. Aber es wäre
möglich, sich vorzustellen, das Bewusstsein auch eben, da gibt es sowieso keine Form, keine Zeit, kein Licht und so weiter, dass es auch andere Geometrien, andere Universen erschaffen hat und dass die parallel existieren oder. Wenn ich das richtig verstehe, ist dann die heilige Geometrie eine Art durch ihre Rückführung auf die, nennen wir es mal Kodierungen oder auf die Erschaffungsqualitäten, ein Blick ins Bewusstsein rein und befreit auch ein Stück weit hier aus dieser, nennen wir es mal, irdischen Hülle heraus oder vom Blick auf die Oberfläche. Wir gucken auf die Oberfläche sonst und die heilige Geometrie zeigt uns die Kodierungen in mathematischer Form, in Figurenform. Ich las jetzt kürzlich auch einmal das, was das Mantra oder das Chanten von heiligen Reimen oder Sätzen ist im Grunde das Mandala, die heilige Geometrie, in zeichnerischer Form, der Zugang des Geistes zu Gott, zum großen Bewusstsein. Würdest du das so unterschreiben können oder ist dir das zu? Nein, nein, das kann ich so unterschreiben. Ich habe War das so. Zweck? Meinst du, das war Zweck dann? Dieser Geometrie? Nein, nicht zwingend. Nein. Wenn wir in dem Bild sind, Gott will sich selber erfahren, dann ist es auch einfach, probiere aus, was möglich ist. Ja, vielleicht, das war nicht von vornherein geplant, dass das passiert. Ja. Wie viele Dinge tun wir, wo wir sagen, lass uns mal ausprobieren, was rauskommt. Mal gucken, wo es hinführt. Weißt du? Ich hab folgendes Beispiel oder wieder eine Metapher. Du hast irgendein Theaterstück oder ein Musical, was weltberühmt ist, was ständig gespielt wird und überhaupt und immer und so Meine weiter. Kamera ist geradeaus. Entschuldigung, wenn Ja, ich ich unterbreche. weiß, ich starte sie gerade nochmal neu. Okay. Wir haben ein Musical, was ständig und immer wieder gespielt wird. Und irgendwann verlieren die Schauspieler den Kontakt zur Realität und bleiben so in ihrem Schauspiel dran, dass sie jeden Abend dieses gleiche Stück spielen. Und eigentlich sind sie aber in einem Altenheim und leben komplett ihre Rollen, weißt du? Und eines Tages kommt der Regisseur auf die Bühne und sagt, du, wir müssen das jetzt mal auflösen, das Spiel. Tut mir leid, aber das ist nur ein Spiel. Ihr müsst wieder zurück in eure alten Rollen. Ihr müsst wieder das werden, was ihr wirklich seid. Und so ähnlich ist das eben mit der Geometrie, dass wir vergessen haben, wer wir sind, wo wir herkommen und dass wir uns irgendwie wieder daran erinnern müssen an das, was wir eigentlich sind, dass es wieder zurückgeht. Und die Geometrie agiert ja in dem Sinne nicht im luftleeren Raum, sondern sie spricht mit einer inneren Stimme oder mit einer inneren Wahrheit. Und naja, noch ein Beispiel, Klassentreffen. Du warst selber in der Klasse dabei, du kennst die Leute, aber du hast es vergessen. Du warst 20 Jahre nicht dort oder 30 oder 40 Jahre. Ja, und dann sitzt ihr beisammen, jeder hat sein Leben und dann fangt ihr an zu erzählen, weißt du noch, damals der Peter und die Sabine und was weiß ich. Und da gibt's tief in dir ein Wissen. Ah ja, stimmt, da war was, ich erinnere mich, ja. Die große Prügelei oder der Skandal oder was auch immer, ja. Oder die große Liebe. Und tief drinnen in uns, wenn wir alle aus der gleichen Quelle kommen, gibt es dieses Wissen von dem Anfang, von dieser Einheit. Und wenn jetzt jemand kommt und erzählt von dieser Einheit, gibt es eben etwas in dir, was sagt, ja, stimmt, da war was, ich erinnere mich. Und das ist das, womit ich arbeite. Ein anderes Beispiel, noch eine Metapher. Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Und die Sehnsucht, die wir haben, wenn wir sagen, das, was hier in der Welt läuft, das ist doch nicht normal, dann haben wir doch in uns einen Sensor dafür, was normal ist. Ja, dass es etwas gibt, was richtig ist und was gesund ist und so weiter. Das würde uns die Politik ausreden, dass das Quatsch ist. Und die Zeitung, aber das ist das Eigentliche, diese innere Stimme, dieses innere Wissen, das Herz, was uns da ruft. Und da ist die Geometrie ein Werkzeug oder ein Hilfsmittel, um Menschen da wieder hinzuführen. Okay. Du hast zu Anfang ziemlich diese zyklische Wiederkehr des Befreiers, diesen Archetypen hast du angesprochen, der Erlöser. Ich nenne es jetzt mal neutral dann der große Spielauflöser. Ne? So da, als du gesagt hast, wir haben vergessen, wer wir sind, die Verbindungen sind nicht mehr so da. Dann wird immer mal wieder jemand
Geschickt. Das sind einerseits sind das sehr tief religiöse Bilder, die wir da haben. Zum anderen werden die jetzt auch neuzeitlich tatsächlich in der Science-Fiction Welt transportiert oder herüber übersetzt. Ja. Ich halte das, auch dieses Stichwort hast du eben benannt, ich halte es für einen Ausdruck von Sehnsucht, die in uns schlummert und die sich dann eben in Wort, Bild, Geschichten niederschlägt. Wie du finde ich diese Suche nach Archetypen, nach einem Urbewusstsein, nach den tiefen Erinnerungen in uns ein ganz, ganz spannendes Thema. Bin da mehr unterwegs dann bei Jung, bei Synchronizitäten, bei seiner Unus Mundus. Aber ich glaube, wir haben da einen Schnittpunkt und deswegen reite ich oder bringe ich diese ganzen Themen, um jetzt auf den Punkt zu kommen. Und das ist tatsächlich dieses Gefühl von Sehnsucht in uns, wo ich hinterher laufe. Da haben wir auch so eine innere Stimme, einen inneren Kompass, auch wieder so etwas Leises, das uns immer genau schon sagt. Also so ganz vergessen haben wir es nicht, dass uns immer schon sagt, da geht's lang. Da Genau. müsstest du hin. Okay. Meine Frage an dich. Du hast zu Anfang gesagt, hier herrscht quasi so ein Spiel, probiere aus, was möglich ist. Ja? Gibt es dann Regeln? Ja, gibt es. Wolltest du jetzt die Regeln hören, oder? Ja, gut, könntest eins, zwei könntest du sagen, wenn du so parat hättest. Oder ist es zu Nein, das der heiligen Geometrie würde es ja diese Regeln jetzt auch geben. Es sind dann, damit etwas harmonisch wird, sind es die Abstände oder die Winkelmaße. Und nur wenn man sich da an die Regeln hält, dann entsteht die Harmonie. Aber andererseits leben wir ja in einem Bereich drin, wo eben alles möglich ist. Ja? Also auch das Disharmonische erfahren wir. Ob du jetzt auch Wasserklangbilder oder so etwas nimmst, es gibt dann Frequenzen, die Formen, Geometrien, wo wir sagen, das sieht scheiße aus, ja. Als Gleichnis für das Leben, in das wir hier reingeworfen sind. Ja. Ja, aber das Leben sieht ja Daher, nicht nur scheiße aus, also. mein Ansatz wäre jetzt gewesen, es könnte sein, dass es auf der obersten Philosophieebene überhaupt keine Regeln gibt, womit ich jetzt keinesfalls das Böse legitimieren will. Könnte nur sein, dass es keine Regeln gibt. Probiert alle mal alles aus. Es gibt einen Weg, der führt zu Gott, es gibt einen Weg, der führt von ihm weg. Macht ihr mal, ihr werdet es schon sehen. Könnte ich mir auch vorstellen. Deswegen, Also, ja. wir Menschen machen gerne, also wir projizieren unser Denken hinein in die Welt. Und wir projizieren Moral hinein. Wir meinen, Gott müsste das und das machen oder müsste so und so sein oder sowas. Und vielleicht ist das gar nicht so. Ja, vielleicht hat er da, also sowieso, wir haben, ja, wir Ameise, wir haben nur so ein kleines Fenster, durch das wir die Realität anschauen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist. Also das muss ich meinen Seminarteilnehmern immer wieder sagen. Philosophie, Esoterik und was auch immer ist immer auch eine Menschenschulung und damit aber auch erstmal eine Wahrnehmungsschulung. Also was nehme ich wahr und was mache ich da draus? Ja, und ich habe ja mal Physik studiert. Also muss ich immer dazu sagen, ich habe das nicht beendet, aber da haben wir sozusagen das Messen und dann gibt es, da gibt es immer zwei Sachen. Das eine ist der Messwert und das andere ist die Interpretation. Ja, fahren wir nach Ägypten, da stehen jetzt Pyramiden oder wir gucken uns deinen Steinbruch an oder so. Das ist der Messwert. Das Ding ist da. Ja, aber was legen wir da hinein? Das haben die Außerirdischen gemacht. Das haben die aufgestiegenen Meister manifestiert. Oder das war eine vorherige Hochzivilisation der Menschheit, die dann vergessen hat. Oder. Ja, wir können verschiedene Masken drüberlegen, die alle vielleicht ihren Charme haben. Aber was wirklich Wahrheit ist, das dauert ein bisschen, bis sich das sozusagen rauskristallisiert. Das wäre auch tatsächlich so ein Stück Kritik von mir, die mir zunehmend auffällt, auch in der alternativen Szene, dass immer weniger unterschieden wird zwischen dem, was du gerade eben gesagt hast, zwischen Interpretation und Fakt. Und viele nehmen Interpretationen, die jetzt sich logisch anhören oder logisch auch sind, direkt als Wahrheit wahr.
Ich sage immer, was logisch ist, muss nicht wahr sein. Es kann trotzdem unwahr sein. Es ist einfach eine Gedankenspange, weißt du? Also da würde ich mir tatsächlich wünschen, so diesen klassischen Versuchsaufbau, den wir aus der Naturwissenschaft kennen, zwischen Beschreibung und nachher Annahmen, Interpretation. Was sieht man, was hört man, was denkt man dazu? Es sind vollkommen verschiedene Welten. Ja? Und da wird mir sehr oft und zu schnell über einen Kamm gekehrt. Also, es hat so eine Gefälligkeit. Die und die Interpretation gefällt mir, das nehme ich mal an. Ja. Und Finde ich gefährlicher. weil du ja nach den Regeln gefragt hast, Ja, ne? Ich hatte ja. gerade jetzt wieder die Diskussion mit jemand, der gesagt hat, es gibt keine absolute Wahrheit. Doch, es gibt eine Wahrheit. Und wir können auch diese Wahrheit erkennen. Nur wenn es mir unangenehm ist, diese Wahrheit zu sehen, dann sage ich vielleicht, es gibt keine Wahrheit. Aber dann ist es wieder nur eine Ausrede. Ja, Und und doch sind wir irgendwie doch auch dazu verpflichtet, uns Unbequemes oder Unangenehmes zu überprüfen und als wahr zu erkennen, auch wenn es uns nicht gefällt. ja. Ansonsten sind wir im Selbstbetrug und machen uns ein X für ein U vor. Und ich glaube, das machen wir seit Jahrtausenden auf dieser Welt kollektiv. Zumindest, also ja, wir machen es und es wird natürlich auch ausgenutzt. Also ein Teil der Menschheit ist im wahrsten Sinne des Wortes blauäugig, weil eben wir uns nicht vorstellen können, dass es innerhalb dieser Welt, in der wir sind, das Böse gibt. Oder es gibt so einen schönen Spruch, den ich mal irgendwo gelesen habe. Die größte Trumpfkarte, die der Teufel spielen konnte, war, uns weiszumachen, dass er nicht existiert. Ja. Ja, und ich kann dich kitzeln und ich kann dir Wahrheiten geben, die dir gefallen und die dein Ego und so weiter streicheln. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das haben wir gerade in den letzten 3 Jahren gesehen. Ja, immer Ausmaß wieder. der Blauäugigkeit, dass man sich, oder dass, ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, uns kollektiv mehrheitlich das Desaster und die Größe von Bösartigkeit vorzustellen. Das ist kollektiv noch nicht gewahr geworden. Es sind vielleicht so 10, 20, weiß ich nicht, 30%, die da ahnen, was passiert sein hätte können oder was da passiert ist. Aber in der Masse haben wir es noch nicht begriffen. Und ich glaube, da ist die Blauäugigkeit, die ist sehr groß, auch eine Verweigerungshaltung und so weiter. Ja, weil Wissen geht immer einher auch mit Verantwortung. Also wenn ich, sagen wir mal, gehen wir an ein praktisches Beispiel, was die meisten von uns vielleicht noch erlebt haben oder schon erlebt haben, 11. September. In der Zeit danach, wenn man irgendwann begriffen hat, das kann so nicht sein und man hat mit irgendjemand darüber gesprochen, dann kommt an irgendeinem Punkt die Frage, du glaubst doch nicht, dass die amerikanische Regierung 3000 ihrer eigenen Leute über den Jordan gehen Zum lässt. Beispiel, ja genau. Ja. Ja. So, So. jetzt stehst du an der Schwelle, weil dieser Gedanke ist scheiße unangenehm. Ja. Wenn du jetzt sagst, doch, die haben das gemacht, Richtig. weil sie haben hinterher 1 Million oder 2 oder 3 Millionen Menschen getötet in den Kriegen, die sie gerechtfertigt haben mit dem 11. September. Wenn du das akzeptierst und dann gleichzeitig siehst, du zahlst jeden Tag Steuern, du arbeitest für dieses System und widersprichst eigentlich deinen ganzen inneren Moralvorstellungen. Du möchtest Frieden, aber du finanzierst jeden Tag den Krieg auf dieser Welt mit und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Das Richtig. ist scheiße unangenehm. Und das auszuhalten, das sich anzuschauen, nur erstmal anzuschauen, ja, also zu sagen, okay, ja, es ist so, ich akzeptiere das. Und jetzt zu akzeptieren, also jetzt in den letzten 3 Jahren zu sehen, okay, es läuft tatsächlich ein Generalangriff auf den gesunden Menschen. Und die haben eine Agenda, Menschen zu dezimieren. Und möglicherweise war das, was wir gesehen haben, nur eine Generalprobe. Und sie verfeinern ihre Tools. Sie sitzen jetzt in Davos und überlegen, wie sie es besser machen können beim nächsten Mal. Die Planspiele sind alle da. Und sie würden es nochmal tun. Mein Gott, Andreas, wo sind wir hier nur gelandet? Ich bin vollkommen bei dir. Wo sind wir hier nur gelandet? Wussten wir das vorher, auf was wir uns da einlassen? Wie konnte man dann freiwillig hier runter? Wenn ich zurückgehe, will ich auch den Vertrag sehen, den ich unterschrieben habe. Ja, gell, ich kann es mir manchmal echt nicht vorstellen, dass ich das freiwillig gemacht habe, ja. Aber wir sind doch hier und wir spüren, dass etwas anders ist. Ja, und das ist ja schon was Besonderes.
dass es diesen Funken gibt in dir oder in mir. Ja? Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Dass wir die Sehnsucht haben eines freien Menschen, einer freien Menschheit, einer glücklichen Menschen. Ja. Ich gönne jedem einzelnen Kind in jeder Familie auf dieser Welt, dass es in Frieden aufwächst, dass es genug zu essen hat, dass es lernen kann, frei sein kann. Ja, und auch sich sich ausdrücken kann, weißt du, seine Eigenheit in die Welt ja, bringen kann. Ja, ja. ja. Jeder Einzelne von uns ist für sich gesehen so schön und es gibt einfach Kräfte, die daran kein Interesse haben. Jetzt nimm mal diesen Satz. Du sagst, jeder Einzelne von uns ist so schön. Er hat tolle Sachen, die sich ausdrücken wollen, die er finden muss, die er erkennen muss in sich, ja. Und dann hast du als Realität in dieser Welt diesen Deckelungsmechanismus, der direkt mit dem Kindergarten, mit der Schule anfängt. Bam, bam, bam. Und alle werden gleich gemacht. Bup, 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 bup. Und das sehe ich als satanisch. Das ist böse. Das ist so böse. So. Okay, wo es mit uns hin will, dann ist halt eben jetzt da die Energie gerade mal drinnen. Aber ich bin vollkommen bei dir. Viele Menschen machen dann lieber die Augen zu und das ist ein Selbstschutz, weil in dem Moment, du hast es so schön gesagt, ja, dann hätten die Amerikaner ja 3000 ihrer eigenen Leute selbst geopfert. Das kann ja nicht sein. Das ist die Schwelle. Und wenn du auch nur in Betracht ziehst, dass es so sein könnte, derjenige, der auf der Schwelle steht, könnte ja jetzt spielerisch nur mal mit anfangen. Und selbst das passiert nicht. Die Tür wird zugemacht, also mehrheitlich. Die Tür wird zugemacht, weil dann kann die Welt so bleiben, wie man sie sich zurechtgedacht hat. Ein Ding, was ich übrigens, ein Konzept, was ich auch nie verstanden habe. Warum hängen Menschen so daran, dass sie das, was sie bisher erdacht haben, bewahren wollen? Also sprich quasi eine geometrische Gedankenlandschaftsfigur gemalt haben, die ist unharmonisch, die hat Ecken und Kanten, manche Teile sind gar nicht bemalt, aber ich halte dran fest. Kapier ich nicht. Wo ist da das Streben nach Wahrheit oder Wissen oder Vollständigkeit, ja? Dass es passend wird, ja? Ist scheinbar nicht da. Warum halten Menschen an einem Weltbild fest, das fehlerhaft ist? Kapier ich nicht. Warum hältst du an dem Bild fest, dass die Menschen anders sein müssten? Ich halte noch nicht mal daran fest. Ich gucke mit Staunen drauf, wo ich gelandet bin und untersuche und kann es nicht so richtig fassen, was hier eigentlich abgeht. Ich Weißt du, manchmal sagen, sie müssten anders sein. Vielleicht ist es sogar richtig so, ja. Aber ich kann sagen, ich gucke mit Staunen drauf, Andreas. Ja. Es gibt ein Buch, was vor ein, zwei Jahren, glaube ich, erschienen ist. Das heißt Im Grunde gut. Und das Buch untersucht so ganz grundlegende Experimente, die uns überliefert worden sind, die die menschliche Natur beschreiben. Milgram-Experiment und noch so ein paar andere. Und er geht zurück zu den Quellen und guckt, was wirklich, wirklich passiert ist und stellt dann fest, es war eigentlich ganz anders. Im Grunde ist der Mensch gut. Der ist nicht so böse, wie er immer dargestellt wird. Auch Milgram-Experiment war völlig anders als das, was immer erzählt wird. Es wird nur ein Bild transportiert, dass wir böse sind, dass wir tierisch sind und so weiter, weil man ein bestimmtes Interesse dran hat. In meiner Welt, 99% der Menschen sind gut. Mhm. Die wollen ihre Kinder aufziehen, die wollen ein normales Leben haben und mehr nicht. Und wer soll entscheiden, dass es anders sein sollte? Aber wir sind dummerweise auf einem Planeten gelandet, der besetzt ist von irgendjemand, irgendwas, der diese Menschen ausnutzt und forciert und in etwas hineinzwängt, worauf sie gar nicht vorbereitet sind. Ich bin da habe ja auch immer so meine Forschung, das ist mein Leben, Forschen. Da bin ich auf einen sehr interessanten Philosophiebruch, neudeutsch könnte man sagen, ein Reset im 19. Jahrhundert gestoßen, der in philosophischer Richtung abgegangen ist. Ja, da war auch die Industrialisierung und die Welt hat sich natürlich auch in der Materie komplett verwandelt. Aber idealistisch gesehen wurde dort den Menschen eingeredet, sie sind Tiere, die stammen vom Affen ab. Ich rede vom Darwinismus, ich rede vom Materialismus. Es gibt kein Bewusstsein, es gibt keine Seele, nur das Gegenständliche ist wahr. Das beginnt eigentlich so um die Französische Revolution mit der sogenannten Aufklärung dann. Und es zerstört, und da wird es für uns Deutsche sehr interessant, es zerstört eine Weltsicht, die über uns Deutsche, den deutschen Idealismus, in die Welt gebracht wurde. Der hatte sehr viele positive, sehr viel erhabene Anteile auch. Du kannst verfolgen, wie der
erst im 19. Jahrhundert zerstört wurde durch ein Weltbild, das uns heute noch zu eigen ist, und dann über zwei Weltkriege im Grunde auch materiell manifestiert wurde, dieses Weltbild. Das, was heute als normal dann gilt, ne? Das findest du immer wieder, dass die Kräfte, die hier da sind, durch irgendwelche Puppenspieler Systeme übernehmen, rumdrehen und so weiter. Ja, ich sag ja zum Beispiel, ein geeintes Europa ist ein wunderbares Bild. Oder eine Weltregierung, was so verschrien ist, ist eigentlich ein gutes Bild. Ich gönne jedem, dass er in jedes Land reisen kann. Ich gönne, wenn auch eine Weltwährung, weißt du, wenn jeder immer genug Geld hätte und ich würde sie nicht durch externe Systeme irgendwo hinzwingen, würde jeder, der in seinem Herzen ist, automatisch an seinen Heimatort zurückkehren, weil er dort leben kann, weil es ihm dort gefällt, weil er sich dort wohlfühlt. Es gäbe keinen Grund mehr rumzureisen. Aber das, was uns hier präsentiert wird, das ist eine Chimäre. Das ist nicht das Original. Der Teufel kann nichts selber erfinden. Der kann nur etwas nehmen, was von Gott kommt, rumdrehen und als seins ausgeben. Deswegen Und das macht er spreche ständig. ich immer vom Meister, von den Meistern der Verkehrung. Deswegen habe ich das in meinen Franks Freiheiten als einen Bereich, da philosophiere ich immer über Gott und die Welt, den ich immer wieder bringe. Dezidierte, spezielle Beispiele in unserem Alltag für komplette Verkehrungen. Ja. Ja, weil wir es mit Meistern der Verkehrung zu tun haben. Das wird alles auf den Kopf gestellt. Und dahinter hängt eine bestimmte Energie und eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Kraft. Als ich zu Anfang 2020 tatsächlich auf einer Bundesstraße zur nächsten Kreisstadt rechts ein Schild gesehen habe an der Landesstraße, und da stand Impfen ist Liebe drauf, wusste ich mit meiner Gedankenschablone exakt, wo ich daheim bin gerade, was gespielt wird. Da waren Ebenen der Kodierung drin in diesen drei Worten für mich. Also, Ja. ja, klar, Logo, ne? Propaganda vom Feinsten, Verdrehung, wie du sagst, ja. CO2 ist ein Nahrungsmittel für die Pflanzen. Und es wird verdreht als Gift. Ja? Oder es ist erlaubt, dass eine Telefonfirma sich nach dem Sauerstoff benennen darf. Mein Und Schock sitzt noch immer tief, Andreas, dass das mehrheitlich möglich ist, alles so zu verdrehen, und das Kollektiv nimmt es an. Das ist eigentlich mein Schock, was alles geht. ja, aber nicht auf Dauer. Kann sein. Vielleicht braucht man es nur für die Wendezeit, dass man genau jetzt. Weißt du, die biblischen Propheten haben ja auch gesagt, wenn die Endzeit ist, also ich will jetzt hier keine Apokalypse aufmachen, wobei hat was sehr Oh, Offenbarendes, könnten wir schon mal öffnen. dann wird dies, das und jenes passieren. Vielleicht wussten die es, was dann alles passiert, weil es alle paar hundert Jahre ist, und dann kann man es auch da reinschreiben. Weißt Weißt du, ein Teil von dem, womit ich mich beschäftige, Geometrie, ist ja, wie entwickeln sich Systeme, wenn wir dahin zurückgehen? Wow. Ja, wenn ein Kind aufwächst, das lernt laufen, das lernt sprechen, reden, singen, tanzen, und du denkst vielleicht, das müsste ja immer weiter, immer höher gehen. Aber jedes System, was sich höher entwickelt, stößt an eine Grenze. Und dann an dieser Grenze geht es nur durch einen chaotischen Zustand. Da bricht alles zusammen, da wird alles in Frage gestellt. Wir nennen das Pubertät. Wenn wir keine Pubertät erlebt haben, ist es eigentlich ein ungesunder Prozess. Und dann wird es neu sortiert, um sich auf einer höheren Ebene weiterzuentwickeln. Eine Raupe kann nicht ewig fressen, sondern die verpuppt sich irgendwann. Und in diesem Verpuppungsstadium lösen sich alle Organe auf. Da drinnen ist erstmal ein Zellbrei. Und dann formen die sich neu und dann kommt der Schmetterling raus. Und aus einer höheren Sicht, wir leben jetzt hier mittendrin. Nur wir leben eben auch in großen Zyklen, die zehntausende Jahre lang sind. Und da kann so eine Übergangszeit auch mal 500 Jahre gehen. Wir leben da mittendrin, wir haben unsere Erfahrungen, wir denken, es müsste doch mal. Aber im Großen ist es eben, ja, es dauert halt so lange. Ja, ein großer Tanker braucht seine Zeit zu wenden. Und dazu gehört eben, die alten Strukturen müssen sich auflösen, um eine neue, höhere Ordnung zu finden. Und das, was wir vielleicht in der Romantik gefühlt geahnt haben, was wir vorgedacht haben, kann dann Wirklichkeit werden, wenn es also es musste als Samen mal gelebt werden, da muss alles zerstört werden, damit es dann auf einer nächst höheren Ebene, sich manifestieren kann. Genau das hast du ja auch, danke, toll, danke. In deinen Zeichnungen oder in der heiligen Geometrie drin, es gibt diese Schwungformen von Aufstieg und von Fall.
Weißt du, wie die Kurven halt so laufen? Da kann man ja unheimlich viel reindeuteln. Mich hat das auch immer fasziniert. Das Werden und Vergehen, jetzt vor allem soziologisch gesehen oder von Gesellschaften, der Aufstieg und Fall Roms. Ja, das Wachsen, Stagnieren und Verfallen von biologischen Prozessen, weißt du? Wir werden immer größer, stagnieren, dann werden wir wieder kleiner, dann entkörpern wir über die letzten 10 Jahre. Du siehst, wie alte Menschen oft zusammenfallen, die ziehen sich, da zieht sich nicht nur der Geist schon aus dieser Welt raus, sondern auch der Körper wird wieder dematerialisiert schon. Das ist diese Zyklik, das ist dieser Rhythmus des Lebens, diese Wellentheorie, die dahinter. Finde ich, und ich bin bei dir, wir sind gerade leider in einer Zeit hier irgendwie, wo es quälend langsam geht, dieser Verfall. Wir sind definitiv im Verfall, ja. Und es schmerzt. Durch diese Langsamkeit ist schon sehr, sehr schmerzend hier, ja. Aber es ist auch notwendig, wenn du merkst, wenn du dich mit Geschichte beschäftigst, dass wir seit mindestens 70 Jahren einer Lüge aufsitzen, dass wir nicht in natürliche Heilprozesse kommen können, um unsere Seele zu heilen, unser Volk zu heilen. Ja, wir dürfen nicht verstehen, was geschehen ist, wir dürfen nicht über unsere Ahnen trauern und so weiter. Ja, da kann ja von alleine Frieden einkehren. Niemand will ewig trauern, aber hier werden ja solche Trauerprozesse und Heilprozesse verhindert. Behindert. Mit Absicht. Wir werden in einer Dauertraumatisierung gehalten. Oder eben jetzt, um es ganz krass zu sagen, ne, also ein Teil, wenn wir zur Geometrie zurückkehren, ist ja fraktales Denken. Und fraktales Denken ist wie oben, so unten und so weiter. Also wie im Großen, so im Kleinen. Und wenn du die Psychologie eines einzelnen Menschen anschaust und das vergleichst mit der Psychologie eines Volkes, dann kommst du zu ähnlichen Prozessen und zu ähnlichen Mustern. Gute Gedanken, tolle Gedanken, ja. Ja, und im Prinzip, das mögen einige nicht wahrhaben wollen oder nicht sehen wollen, aber ein Stück weit verhalten wir uns wie jemand, der vergewaltigt wird, dem die ganze Zeit eingeredet wird, du bist selber schuld. Oh ja, oh Und ja. wir wollen das nicht wahrhaben. Oh ja. Es sind aber allein, dass du es ausdrückst, und ich bin sehr dankbar für, dass wir diese Gedanken hier so frei in der Sendung haben, ist ja schon heilend. Ist für viele, ist ein Impuls, die hören das. Andere gucken vielleicht das erste Mal drauf, sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen, aber die Reise beginnt. Ich finde es toll, dass wir es in der Sendung drin haben. Und über die letzten Jahrzehnte hätte ich das Gleichnis, weil du von der Larve gesprochen hast, die dann zum Schmetterling wird, wo die Organe sich dann verändern. Auch wir, könnte man sagen, würden über die letzten Jahrzehnte, vornehmlich im Westen, gemästet wie eine Larve über diese, ja, Ersatzphilosophie des Konsumismus, ja. Weil du vorhin das Bild Apokalypse genannt hast, in der Übersetzung ist ja Apokalypse die Aufdeckung. Genau. Das ist ja nicht das Böse, das Schlimme, vor dem man Angst haben muss, sondern es ist die Aufdeckung. Ja, ist die Und wir Offenbarung. leben in einer Zeit der Aufdeckung, wo eben das, was hier geschieht, vor deinem Auge nochmal vorgespielt wird, dass du es endlich sehen kannst. Wir hätten vor 2020 mit ein bisschen Gespür, hätte man gesagt, dieser Mensch läuft mit einer Maske rum. Der ist nicht ehrlich. Und nach 2020 hast du es gesehen. Da haben die Leute von alleine eine Maske aufgesetzt. Oder man kann auch sagen, wir leben auf einem Quarantäneplaneten. Da wird es ganz abgefahren. Wie meinst du das? Kannst du das mal ausführen? Also jetzt durch die letzten 3 Jahre dann, der Quarantäneplanet. Nein, nein, schon vorher. Schon vorher. Okay, ja. Seit 10.000 Jahren oder länger. Kannst du alles mit mir überreden? Da haben wir gerade Sendung drüber gemacht, auch ja. Ja, Kann also überreden. nur der Gedanke, wir leben auf einem Quarantäneplaneten, der ist natürlich ziemlich abgefahren. Aber wenn man sich's anschaut, ist es letzten Endes so. Richtig. Und ich möchte, Ja, wir sind okay. an der Schwelle, ganz kurz, wir sind auf der Schwelle ins All hinauszugehen. Ja, wir möglicherweise besiedeln wir fremde Planeten. Aber die Menschheit, die hier ist, die möchte ich gar nicht auf anderen Planeten haben. Ich weiß nicht, ob wir auf andere Planeten gehen. Hier gibt es lauter so komische Raketenvideos in den letzten Jahren, die da scheinbar so abprallen. Ich kann nichts zu sagen. Ich merke nur an dem Weltbild, was uns erzählt wird, passt irgendwas nicht. Ich möchte einen Gedanken unbedingt loswerden dabei. In den letzten 3 Jahren habe ich das Bewusstsein erst entwickelt in fühlender Hinsicht.
Rational kannte ich die Theorien vorher schon, Gefängnisplanet und so. Aber ich habe es gefühlt, zum ersten Mal in den Zeiten von C, es gab nirgendwo einen Fluchtpunkt oder einen Punkt, wo man hätte hingehen können. Die ganze Welt war plötzlich irr und es gab keinen freien Platz mehr. Und da fühlte ich zum ersten Mal das globale Gefängnis. Oder das Erdengefängnis, nenn es wie du es willst, ja. Das wurde darüber nach oben gespült. Und vorher war die Welt ja weit und vielfältig und ja, ne, da nicht mehr. Gar nicht mehr. Und es ist Es war brutal, es war sehr brutal, Andreas. Ja, okay, entschuldige. Es ist ein Riss entstanden zwischen dir und der Gesellschaft. Oh ja, natürlich. Also vorher hatte man vielleicht noch die Hoffnung, dass es heil war, diese Gesellschaft. Und dann ist irgendwann ein Riss entstanden. Nee, die sind so weit weg. Interessant, ja. Verbunden allerdings, jetzt bei mir auch, ich war vor C eher bereit, mich der sogenannten gesellschaftlichen Mitte anzupassen. Nach C nicht mehr. Also das Standing im Alternativbereich, sage ich jetzt mal, das ist auch viel, viel größer. Weil das, was ich erlebte früher, Feuerwehrfest und so weiter, und als Mitte irgendwie noch akzeptiert habe, akzeptiere ich heute nicht mehr. Weißt du, und ja, überhaupt kein Weg rein. Diese Low-Level-Besäufnisse und Gegröle und der ganze Kram, der aus Menschen keine Menschen macht, sondern nämlich das, was sie nach Darwin dann sein wollen, sollen krönende Tiere. Nein. Also hört sich jetzt sehr, sehr urteilend und hart an, ist es auch, aber das kann nicht Aufgabe von Menschsein sein und das kann auch nicht normal sein dann. Geht nicht. Da ist kein Weg mehr zurück. Das ist dieser Riss, von dem du redest, ja. Den nehme ich in mir sehr deutlich wahr, ja. Und ich wüsste auch, es wäre ein Fehler. Es wäre ein Fe Fehler, sich wieder irgendwie zurück anzupassen da oder so. Nein. Wenn du Ja. einmal die rote Pille gegessen hast, Was? kannst du nicht mehr die blaue Pille essen. Ja, wahrscheinlich ist es so irgendwie dann, ja. Ich stelle mal eine heilige Geometriefrage zur Abwechslung, okay? Ja, mach mal. Lass uns mal mit Geometrie anfangen. Genau. Eine, die mir auch auf den Nägeln brennt. Woher kommt so ein Ding wie die Pyramide, wenn ich nirgendwo in der gesamten Natur einen idealtypischen oder platonischen Körper sehe, den ich als Mensch hätte abzeichnen können? Er kommt doch dann aus meinem. Nee, woher kommt dann dieser Körper? Warum bauen die sowas? Die hätten doch jede Form, die sie in der Natur sehen, bauen können. Aber sie bauen etwas so, und jetzt kommt mein Stachel wieder so ein bisschen ins Fleisch. Sie bauen sowas Künstliches, sie bauen sowas Erdachtes, sie bauen so etwas Synthetisches. Könnten auch auf eine Computerplatine setzen, so eine Pyramide. Ich weiß, ich kann mich mit dir auf diesen Ebenen unterhalten. Was geht da ab? Da ist ein bisschen Warte Argwohn bei mir mal, dabei. ich Ja? such dir mal ein Bild raus. Warte Oh ja, mal. cool. Du hast mir schon gesagt, dass du mit OBS da voll unterwegs bist. Ja, guck mal Wow, hier. geil. Das ist ein Ah, ungeschliffener Fluorid-Oktaeder. okay. Ach, jetzt hat er mal eine ganze Argumentation. Okay, es gibt ein paar Kristallformen, die gehen in diese Richtung. Der frühe Mensch sieht aber in seiner gesamten ihm umgebenden Natur so etwas nur als Ausnahme. Ja, ich weiß, ich weiß. Also für die, die es jetzt nur als Audio hören, Andreas führt das, was ich gesagt habe, gerade vor, indem er einfach eine Bildserie mit lauter Steinen zeigt, die idealtypische Formen haben. Schneekristalle? Ja, aber das ist sehr, sehr, komm, Schneekristalle sehen nicht so aus. Das ist eine idealtypische Form. Nein, die sehen so aus. Ich Die geh sehen beim Schneefall raus mit einer richtig Lupe und guck sie dir so an. Die gucken, aus. die Ja, sind tue sehr ich. gut fotografiert, aber sie sehen so aus, echt. Die sind nicht idealtypisch, Andreas. Doch. Vielleicht mal eine. Jetzt komm. Ja, und jetzt, genau. Und das sind immer nur, Andreas zeigt viele Bilder mit dem, lauter Schneekristalle. Das sind nur Formen auf bestimmten Frequenzen, Schwingungen, Tönen. Wir haben ein riesiges Frequenzspektrum, Andreas. Und diese sehr schönen Formen, die du zeigst gerade, Schneekristalle,
So, also für die, die jetzt nur zuhören, vielleicht wie bei Masaru Emoto, die Bilder, die funktionieren nur auf bestimmten Schwingungen. Aber das Universum sind alle Schwingungen. Und da draußen in unserer Natur finde ich auch alle Schwingungen. Ein Eichenstock sieht nicht aus wie deine Schneekristalle, weißt du? Und so Formen sehe ich draußen viel, viel mehr. Ob ich übers Gras schaue, überall. Du musst mal einen Geometriekurs bei mir mitmachen. Okay, wann? Also, ja, musst du auf meine Seite gucken, pythagorasinstitut.de. Pass auf, ich glaube, ich habe jetzt kein Foto von der Eichel da, oder wir suchen mal schnell jetzt raus. Wir machen eine ganz kurze Grundschulung in Geometrie und dann gucken wir uns die Eichel an, okay? Sollen wir pausieren, dann kannst du es raussuchen. Soll ich kurz Pause machen? Könnte ich auch Pipi machen und du suchst raus? Gut, wenn du möchtest, dann machst du Pipi. Ich hole mir was zu trinken, such das raus und dann machen wir den zweiten Finde ich Teil. cool. Dann mache ich jetzt kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Ja, genau, so machen wir Gut, das. Pause. Okay, So, geht und weiter. schon sind wir zurück und der Andreas hat ganz tolle Dinge vorbereitet. Ich bin gespannt. Genau, also mal zurück zur Geometrie. Gerne. Du musst, um sozusagen in dem Buch der Natur lesen zu können, musst du die Sprache der Natur lernen. Und deswegen müssen wir ganz kurz sozusagen ein paar Buchstaben lernen und dann können wir über Geometrie in der Natur reden. Und ein ganz grundsätzliches Phänomen in der Natur ist der goldene Schnitt. Der goldene Schnitt ist die harmonische Teilung einer Strecke nach einem ganz bestimmten Verhältnis. Ich suche mir mal irgendeine Strecke, die ich hier teilen kann. Ich habe hier ein Dreieck. Ja? So, jetzt haben wir hier eine Strecke. Wenn ich die in der Mitte teile, ist das Verhältnis 1 zu 1. Wenn ich aber jetzt vergleiche diese Strecke mit der Gesamtlänge, dann ist das 1 zu 2. Ja? Jetzt gehe ich aus der Mitte raus, dann habe ich eine lange Strecke und eine kurze Strecke. Und ich suche nach dem Punkt, wo gilt, kurze Strecke zu langer Strecke ist wie lange Strecke zur Gesamtlänge. Das kann man mathematisch umformen und dann kommt man raus, wenn das hier 1 ist, ist diese harmonische Teilung bei 0,618833389. Das ist der goldene Schnitt. Beispiel, wo habe ich es hingetan? Ah, ich habe ein Werkzeug vergessen, aber ich habe ein anderes Werkzeug mitgebracht. Pass auf. Ich habe hier einen Zirkel und dieser Zirkel zeigt immer den goldenen Schnitt an. Das heißt, ich kann hier mit den, ups, da ist meine Kamera, kann ich irgendein Maß einstellen und sehe, hier ist die goldene Teilung von dieser Strecke. Ja? Einfaches Beispiel, Kinn. Hier ist mein Haaransatz. Ja, müsste man jetzt glauben. Wo sind die Augen? Beim goldenen Schnitt. Oder Armlänge, gehe ich ein Stück zurück. Ja, da muss ich rumdrehen. Armlänge hier. Teilung im goldenen Schnitt ist da, wo das Handgelenk ist. Körpergröße im goldenen Schnitt geteilt ist der Nabel und so weiter. Ja, sind also kommt an unendlich vielen Stellen vor. Jetzt gibt es noch etwas anderes. Das ist die sogenannte Fibonacci-Reihe. Die Fibonacci-Reihe ist eine einfache Zahlenfolge, die folgendermaßen aussieht. Also jetzt, das sind die roten Zahlen, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 und so weiter. Das sind die Fibonacci-Zahlen und die bilden sich immer aus, eine Zahl ist immer die Summe ihrer beiden Vorgänger. Also 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5 und so weiter. Ja? Je größer die Zahlen werden, ne, Pascalsches Dreieck muss man jetzt nicht machen, je größer die Zahlen werden, wenn wir das Verhältnis der zwei aufeinanderfolgenden Zahlen anschauen, das kommt immer näher an den goldenen Schnitt ran. Ja? Das ist also, sagen wir, ein Weg, um relativ schnell zum goldenen Schnitt zu kommen. Und jetzt machen wir einen Sprung. Na, das ist gleich ein großer Sprung, wir machen noch einen kleinen Sprung. Wir nehmen mal diese Pflanze. Bei Ja. dieser Pflanze hast du hier ein kleines Blatt. Und dann drehen wir uns nach rechts. Hier ist das nächstgrößere Blatt. Dann nach rechts weitergedreht, das nächstgrößere Blatt, dann dieses hier, dann dieses und dann dieses Blatt. Und dieses große Blatt hier steht wieder auf der gleichen Achse wie das erste Blatt. Ja.
Genau genommen sind es 5 Strahlen, die da außen herumgehen, um diese Mittelachse. Ja? Das ist mein erstes Blatt. Dann kam das nächste, dann das. Dann haben wir eine Umdrehung vollendet. Wir gehen hier durch den Nullpunkt sozusagen durch, die 3, die 4. Und beim 5. Blatt sind wir wieder auf der Ursprungsachse. Wir haben sozusagen 2 Umdrehungen und 5 Blätter. Und das sind 2 Zahlen aus der Fibonacci-Reihe. Das heißt, die Pflanzen wachsen nach den Fibonacci-Zahlen. Und nehmen wir diese Sonnenblume hier. Da haben wir drinnen, wenn wir reingucken, 2 Spiralen. Eine Spirale läuft so lang und eine Spirale läuft so lang. Und die eine Spirale ist steiler als die andere. Und wenn du jetzt zählst, wie viele Samen sind das von innen nach außen in der einen Richtung und wie viel in der anderen Richtung, kommst du auf 2 Zahlen aus der Fibonacci-Reihe. Bei jeder Und Blume oder nur bei der? Sonnenblume, Tannenzapfen, was haben wir, Zirbel und Ananas, der ganze Kram. Erdbeere und so weiter. Es gibt kreuzförmiges Wachstum oder dieses spiralförmige Wachstum. Und du hast ja jetzt dieses Beispiel gesagt, hier Eiche zum Beispiel oder Eichel, glaube ich nicht. Ja? Deswegen habe ich gesagt, kleinen Moment, ich suche dir das mal raus. Du musst die Sprache der Natur lesen können, oder um das erkennen zu können. Jetzt guck dir mal hier diesen Hut von der Eichel an. Siehst du das, wie der gewachsen ist? Ja. Ja, das ist genauso dieses Prinzip der gegenläufigen Spiralen. Du hast eine Vielfalt, aber wenn du genauer hinguckst, tief drinnen, siehst du wieder, ach, das ist ja das Gleiche. Ja, das ist erstaunenswert, es ist wunderschön, es ist toll, dem zuzuschauen. Und doch sind es ja Ausnahmen in der Natur. Es sind ja ausgewählte Ausnahmen. Wenn ich mir jetzt das Ufer eines Flusslaufes angucke, dann kommen wir auch mit dem Fraktalprinzip nicht darauf, dass wir idealtypische Formen darin sehen können. Programmierer, die jetzt Simulationen entwerfen, ja, Softwareprogrammierer, die triangulieren ja auch, soweit ich das mit meinem, ja, aber es ist dann, es ist näherungsweise, aber es kommt noch nicht an unsere Welt ran. Wir sind nah dran, aber es kommt noch nicht ran. Das ist gut, dass du das sagst. Du hast ja vorhin Ja. mal nach den Gesetzen gefragt. Ja. Es gibt sozusagen in mancherlei Hinsicht das göttliche Ideal. Und man stößt aber immer wieder drauf, dass es in der Umsetzung, in der Realität einen kleinen Fehler gibt. Großphilosophisch gedacht könnte man sagen, du könntest dir ja ein Leben erschaffen, wo du auf einer Südseeinsel bist, die Mangos vom Baum isst, nichts mehr tun musst, hast da 3 Frauen, die dir frische Luft zufächeln und die Bananenshakes bringen oder so. Und man würde vielleicht sagen, oh, das wäre ein tolles Leben, aber es würde keine Entwicklung mehr stattfinden. Und wenn man diesen Bauplan anschaut, kommt man an ganz vielen Stellen immer an irgendwelche Punkte, wo man sagt, das ist doch Mist, das muss doch aufgehen, aber es geht nicht auf. Es gibt sozusagen das göttliche Ideal und dann gibt es so einen minimalen Fehler da drinnen. Und ich behaupte, Gott oder Urbewusstsein hat diese Welt geschaffen, aber gleichzeitig auch gesagt, es ist nicht möglich, eine perfekte Welt zu schaffen, sondern ich lasse mir einen Spielraum, um eingreifen zu können oder damit eben eine Entwicklung stattfinden kann. Ja, wir gucken uns an, wir Menschen, und wir würden sagen, wir sind symmetrisch gebaut. Wenn du aber dein Gesicht nimmst und du spiegelst das, dann kommen 2 Gesichter raus. Oder deine Hände sind gleich, aber wenn du sie genau vermisst, gibt es eine minimale Abweichung. Bei der Sphinx haben sie das aber genau nicht gemacht. Das Gesicht von ihr ist spiegelgleich und perfektioniert. Ne? Ja, aber Okay, wir sind ja jetzt bei Natur und du hast recht, du hast recht. Erinnert mich, dann möchte ich dir zusprechen, erinnert mich auch stark an die Physik. Das Doppelspaltexperiment, Welle als Strahl. Oder als Licht als Strahl oder als Welle mal reingeworfen. Du hast eben auch keinen exakten Schattenwurf, sondern du hast Varianz. Also da ist Licht dann das Phänomen Welle. Könnte ich jetzt auch übertragen, dieses Bild auf die Formbildung, dass dann die Blätter, sie haben einen gemeinsamen
idealtypischen Näherungsweisen Gedanken und jedes ist dann einzeln. Also auch Individualität wird über diese Varianz ausgedrückt. Ja, genau. Es Ja. kommt aller Jubeljahre, kommt irgendein Artikel, Wissenschaftler haben das perfekt harmonische Gesicht gezeichnet. Ja. Dann siehst du das und es ist todlangweilig. Es ist harmonisch, Ja, wie genau. mit einer KI gemacht, symmetrisch, alles goldener Schnitt und bla bla bla. Ja, du Aber hast uns ja es gerade erklärt, fehlt. dass dein Gesicht quasi idealtypisch gezeichnet ist bereits. Genau, also da Mit fehlt eben deinem. die Abweichung. Da fehlt dieser kleine Fehler. Nein, ich bin auch nicht. Stimmt, der Haaransatz. Der Haaransatz war gedacht. Ja. Ich nehme dich gerade so ein bisschen auf die. Ja, genau. Ja, aber wenn ich hier, man merkt, dass hier irgendwo beginnt, hier ist eine andere Fleischart sozusagen. Hier ist die Haut dünner, hier ist irgendwo die Grenze. Die sieht man trotzdem. Ehrlich? Ja. Wow, hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich nachher mal tun. Du Ich meinst muss jetzt mal, also auf zum Beispiel, wenn ich jetzt Haut? hier die Stirn hochziehe, hier hört es irgendwo auf, hier ist dann Ah, Haaransatz. beim Faltenende quasi. Okay, muss ich mir mal angucken. Du hast aber recht, ja. Ist eine andere Hautart. Okay, gut. Es ehrt dich, dass du nicht so eitel bist, dass dir das egal ist. Weil es ist nicht wichtig, aber die Grundgesetze sind trotzdem da, Ich weißt hätte gern volles Haar, aber ich kann das jetzt noch nicht bringen, wie der Klopp, dass ich mir da irgendwie von irgendwelchen Körperstellen an meinem Körper da die Haare auf den Kopf pflanze. So weit bin ich noch nicht, nein. Ist auch zu teuer. Ich bin noch beschäftigt, die Bude warm zu bekommen. Nein. Okay. Also, wir haben die scheinbare Welt sozusagen in ihrer Vielfältigkeit, aber wenn du tiefer guckst, kommst du immer wieder auf die gleichen Grundgesetze, die eben keinem Zufall unterliegen. Okay, ich glaube, wir nehmen das mal so hin. Eher würde ich dann jetzt eine zweite Sendung da machen wollen bei dieser Sache und ich bereite mich vor und würde dir beweisen wollen, es ist nicht so. Okay, Dass dann. deine Argumentation nur auf einen Teil zutrifft, dort auch phänomenal ist und begeisternd ist, aber vieles in der Natur nicht so wäre. Ja, wenn ich mir jetzt die Erdteile. Gut, wäre eine extra Sendung dann quasi. Ja. Wollen wir über die Erdteile reden? Nein, nicht. Ich bin ja spontan unvorbereitet. Und wenn du so Okay. fragst, wie eine Spinne in der, dann bist du, dann Dann. hast du da tausend Argumente jetzt. Dann würde ich das lieber in der Extrasendung Die Erde ist ein fliegender Kristall im All. machen. Oh, schön. Also gut, okay, komm, hau raus. Wir machen ja auch heilige Geometrie. Wobei, da ist ein Weltbild mit verbunden, auch ein festes, gell? Die Erde als Globus durchs All fliegend, klar, ne? Ja, ist so, ist so. Okay. Ich kann es nicht ändern. Die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit. Okay. Also du ist ganz klar, du positionierst dich dann da auch ganz klar, dass so dieses NASA-Weltbild, was man uns zeigt mit einer Erde als ja nicht ganz perfekt rundem Ball, der durch das ewige Weltall schwebt, das ist so deins dann. Lass mal den Kampfbegriff NASA weg, bitte. Hier Also streicht NASA. da hängt ja auch schon wieder ganz viel dran, weißt du? Okay, hast du recht, ja. Gut, ja. Ich hatte Ich vorhin mal wollte jetzt das nicht Bild, polarisieren, tatsächlich nicht. Ja. ich hatte vorhin das Bild von dem Ringen von den dunklen und hellen Kräften versucht zu malen. Ja. Und es gibt Kräfte, die wollen uns in der Dunkelheit halten, und es gibt Kräfte, die wollen uns sozusagen in die Wahrheit, ins Licht bringen. Und dazu, das war ja ein langer Prozess, dass wir erkennen, dass die Erde rund ist oder wie groß sie ist und so weiter. Und das mussten wir schrittweise den dunklen Kräften abringen. Jetzt versuchen die dunklen Kräfte sozusagen gerade wieder zurückzuschlagen und mit Verwirrungstaktiken uns wieder ins Mittelalter oder in die dunkle Zeit zurückzuführen. Aber diese runde Erde ist undiskutabel für mich. Dass bei der NASA einiges nicht stimmt, bin ich sofort bei dir. Ja, aber Erde ist rund, da gibt es so viele Sachen, wo es undiskutabel ist für mich. Ja, wir werden es wahrscheinlich auch nicht leisten, dass wir jetzt in dieser Sendung, gibt es auch spezielle Kanäle, dass wir das jetzt auch noch in die heilige Geometrie-Sendung reinbekommen. Ich würde jetzt in die Richtung mal meinen Senf nochmal zugeben, dass jetzt auch die lichtbringenden Kräfte nicht unbedingt die guten Kräfte sein müssen, zumindest wenn Steiner da so halbwegs gut verstehe. Das sind die luziferianischen, die uns mit Licht blenden. Also Licht jetzt übersetzt auch mit Wissen, mit Feinstofflichkeit. Und die gegengesetzten Kräfte wären dann so die Ahrimanischen, die uns immer wieder an die Erde binden wollen, an den Körper, an das Materielle, der Materialismus, die Philosophie, die wir seit 150 Jahren jetzt hier verstärkt haben. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, die Lichtbringenden müssen jetzt nicht gut in unserem Sinne sein. Sie bringen halt Licht, Luzifer.
Das ist ein guter Punkt. In dem Film Das menschliche Manifest habe ich so beschrieben, dass es zwei Kräfte gibt. Also zwei dunkle Kräfte sozusagen. Die eine Kraft geht rein in das Materielle, in das Uniformistische. Und das wäre das, was wir landläufig sozusagen als die Uniformierten sagen könnten oder die Nazis oder so. Also im, nicht dieser Kampfbegriff Nazis, sondern so Einheit und oder nennst die Borg oder sowas, weißt Und jetzt auch Sozialismus, Kommunismus könnte man auch mit reinnehmen. Also du? ich Genau, kann genau. das jetzt nicht ein, ja. Das ist der eine Pol. Aber der andere Pol ist genauso schlimm. Das ist der Nerd, der jetzt überhaupt nichts mit Uniform am Hut hat, der aber vollgefressen am Computer sitzt, lange Haare, Zopf hat und dann meint, er dürfte in der Genetik rumspielen oder irgendwelche Zuchtexperimente machen. Und er versündigt sich genauso an Gott. Also der eine Pol zieht dich sozusagen in ein allgemeines Bewusstsein. Der eine Pol zieht dich in ein allgemeines Bewusstsein und der andere Pol in die Überhöhung der Individualität. Genau, er verirrt dich im Individualismus. Das ist die Philosophie, die wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Dieser Drang nach Selbstverwirklichung, der dann in den Egoismus, in die Abkapselung, die Vereinzelung führt. Das ist ja das, Ja, ja, genau. bin ich bei dir, ja. Und ich zeig dir mal ein Bild. Warte mal, machen wir mal. Genau, wir fangen mal hier an. Und zwar, jeder kennt das, der macht das auch ganz gerne. Zirkel nehmen vielleicht und so eine Blume malen. Ja, Kreis und sechs Kreise drumherum. Und wir nehmen noch einen großen Kreis dazu. In der Geometrie darf ich nichts am Maß ändern, ich darf aber Linien rausradieren, um irgendwas hervorzuheben. Also tue ich hier die beiden äußeren Kreise auf jeder Seite rausnehmen und den mittleren Kreis. Das sieht dann so aus. Ja, also stehen bleiben die beiden in der Mitte und der große Kreis außen herum. Okay? Von den beiden Kreisen nehme ich jeweils die Hälfte weg. Und wenn ich das jetzt schwarz-weiß ausmale, dann komme ich zu dem Yin-Yang-Zeichen. Und dann Wunderschön. kann man sagen, das ist sozusagen das Ringen von lichten und dunklen Kräften. Und wenn das Licht am stärksten ist, ist die Dunkelheit schon angelegt. Und umgedreht, wenn die Dunkelheit am stärksten ist, ist das Licht schon angelegt. Jetzt kommen wir aber zu diesem Bild. Diese Polarität ist nur möglich, weil es dahinter diese geometrische Matrix gibt. Die geometrische Matrix ist aber nur möglich, weil es dahinter das weiße Papier gibt. Oder das unpolare göttliche Bewusstsein. Und oben dieses polare Bewusstsein ist etwas aufgesetzt. Und die Kräfte, die du gerade beschrieben hast, arimanisch und luziferisch, das sind zwei Pole aus dem polaren Bewusstsein. Wenn jemand sagt, du musst Lichtarbeiter werden, du musst auf die Seite des Lichtes kommen, wir müssen gegen die Dunkelheit kämpfen, der zieht dich genauso in die Polarität hinein, wie der sagt, Christentum ist alles blöd, du musst zu den Satanisten gehen, weil wir haben den eigentlichen Gott. Was die beide dir nicht verraten, dass sie dich eben in die Polarität hineinziehen. Und es eine höhere Ebene gibt, und das ist das Göttliche, das reine Bewusstsein. Und das ist ein ganz anderes Spiel oder eine ganz andere Bewusstseinsebene. Dann machst du diese ganzen polaren Kämpfe nicht mehr mit. Und ich meine, wenn ich von Gott, von Licht rede, ja, dann rede ich nicht von dem polaren Licht. Das ist auch eine Verwechslung, die auch gerne genutzt wird in dieser Welt. Ich rede von dem göttlichen unpolaren Licht. Das ist ein anderes Licht als das Licht in dieser 3D-Welt. Wunderschön. Wenn dein Herz aufgeht, ja, wenn das warm wird im Herzen, wenn da Licht einzieht, das ist so ein Strahlen, aber das wirft keine Schatten, dieses Licht. Das ist ein anderes Licht. Du redest im Grunde vom Erleuchtungslicht. Du redest von einem gefühlten Licht. Du redest von einem Seinszustand dabei. Verstehe ich das richtig? Ja, so ähnlich. Ich will nur rückkoppeln, ich will nur Ja, rückkoppeln. ja, ja. Also wenn du, wir haben ja gesagt, Bewusstsein ist etwas, was immer da ist. Ja. Und dieses Bewusstsein, das ist nicht polar, das ist einfach. Ja? Wir wollen,
Wir wollen gerne immer nur Glück und positive Schwingung und sowas fühlen. Aber aus einer höheren Sicht ist Glück, Ekstase, Freude ein Teil der Polarität. Das ist genauso schlimm, in Anführungsstrichen, wie Hass, Wut und Ärger. Weil sie beide Aspekte von einem polaren Gefühlsspektrum sind. Ja. Eine innere Gleichmut, eine innere Verbundenheit mit Gott, ja, die nicht gefühlskalt ist. Aber das ist ein anderes Licht. Das ist eine andere Form von Schönheit, von Zufriedenheit, von Gleichmut, als eben Licht und Dunkelheit. Damit hängt meine Ursprungsfrage am Anfang zusammen, die nach den Regeln. Weißt du? Da war das schon drin, weil wir in diese Polarität reingeschmissen werden und es gibt sicherlich einen Bereich außerhalb der Regeln, wo es diese nicht mehr gibt, beziehungsweise wo eben alles, was hier ist, zugelassen ist. Deswegen war das, ich möchte schon was anderes fragen. Schau mal. Ich habe jetzt hier nochmal diese Blume des Lebens, ne? Ja. Und jetzt in neuerer Zeit findet man in den Kanälen eine Blume des Lebens, wo diese beiden äußeren Kreise nochmal weggelassen werden. Und es wird so dargestellt dann quasi, dass diese Blume des Lebens, ja, die begrenzte oder die böse schon wieder ist. Und diese andere sei die wirklich richtige. Ich würde das jetzt nicht erwähnen, wenn ich bei einem Blick drauf nicht tatsächlich auch bessere Gefühle, freiere Gefühle, aufblühende Gefühle hätte, bei der ohne diese beiden Begrenzungsringe. Wie stehst du denn dazu? Ist das alles Mumpitz? Ja. Ich dachte mir, du sagst das. Aber wir können das natürlich auch ausführen. Das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Ich dachte, die wäre intelligent, schade. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Okay, gut. Nein, wir leben in einer Zeit der Verwirrung und wo alles verdreht wird. Und die Kräfte versuchen natürlich auch, Dinge zu verdrehen. Oder wenn etwas auftaucht, und das ist ja jetzt interessant an der Blume des Lebens, also mal ganz kurz zur Vorgeschichte. Es gibt einen Amerikaner, Drunvalo Melchizedek. Genau, den wird ja auch von immer dem ich, weil, ja, okay. Von dem habe ich ganz viel gelernt über die Geometrie. Der hat zwei Bücher geschrieben über die Blume des Lebens und der hat dieses Wissen überhaupt erst wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Also, dass wir heute über heilige Geometrie reden, geht hauptsächlich auf ihn zurück. Den Begriff gab es vorher auch schon, aber er hat das erst wieder in den letzten 30 Jahren bekannt gemacht. Und es gibt in der Geschichte alle möglichen Symbole. Das Kreuz, das Yin-Yang und Davidstern und was es so alles gibt, Pentagramm. Die haben alle eine Vorgeschichte. Nur die Blume des Lebens hat keine Vorgeschichte, keine bekannte Vorgeschichte. Interessanterweise ist, dass wir sie aber trotzdem auf allen möglichen Tempeln finden und sehen, huch, die ist ja schon seit Jahrtausenden da. Und jetzt hat sie sich so ein bisschen durchgesetzt als ein Symbol, sag jetzt mal, der neuen Zeit, obwohl ich den Begriff nicht mag. Aber die unterschiedlichsten spirituellen Lehrer nutzen die Blume des Lebens. Schau dir, nimm irgendeine Esoterik-Zeitschrift, dann hast du alle möglichen, die irgendwie immer die Blume des Lebens verwenden. Und das ist ja eine Gefahr. Jetzt kommt ein Symbol hoch, was ganz viel vereinigt, was nicht aufgeladen ist wie Kreuz oder so. Jetzt müssen wir irgendwie was machen, um das Symbol zu stören, um das Feld zu stören. Okay. So. Und dann müssen wir wieder in der Geometrie hineinschauen. Also, Blume des Lebens ist ja dieses Ding hier, wie du schon sagst, ne, mit Kreis drumherum. Und dann gibt es eine Argumentation, die sagt, die Blume des Lebens ist begrenzt und dadurch verhindert sie etwas. Weil quasi sie verhindert das. Quasi magischer Kreis ist jetzt auch nicht ganz unlogisch, muss ich sagen. Das ist aber? Ja, okay. Aber. innerhalb der Welt kann nichts existieren ohne einen schützenden Raum drumherum. Zelle-Argument, ja, quasi. Stell ein Symphonieorchester. Nimm die Wiener Philharmoniker. Oder London Philharmonic Orchestra oder wen auch immer, das teuerste Orchester der Welt. Stell es bei Wind, Sturm und Regen auf ein Feld und lass es Beethovens 9. spielen. Ich verstehe, ja. Denke, das geht nicht. Das ist jetzt wirklich die Frage, wie rum man es wieder sieht.
Ist es eine Begrenzung oder ist es ein Schutz? Ist es Pass ein auf, ich bin Gefängnisplanet noch nicht oder ganz ist es fertig. eine Perle im Weltall? Okay, ja, gut, ja. Das ist der eine Punkt. Aber wir gucken uns das gleich nochmal geometrisch an. Wir nehmen wieder dieses Bild mit dem, oder warte mal ganz kurz, schalte um. Wo haben wir es? Fraktale, blaue Schachtel. Also, wir haben, ja, das, was du sozusagen möchtest, Ja. ist die Blume ohne Kreise. Also du klein geschrieben. Oder was die anderen meinen, das wäre die eigentliche Blume. Ja, das wäre die richtige, ohne Begrenzung, sondern unendlich ausgebreitet. Nee, die würde so rund sein und sie hätte auch ein Ende, aber einfach nur die zwei Kreise außen weggelassen. Das ist das Symbol, was mir immer gezeigt wird. Okay, pass Das auf. ist nicht Also, wir eine gehen zurück. Tapete davon, sondern. Wir gehen wieder zurück hier zu diesem Bild. Ja, Dann malen wir genau. den Kreis drumherum. Wir nehmen wieder zwei Kreise heraus. Und jetzt kommen wir ins fraktale Denken. Wir sehen einen Kreis und da drinnen zwei Kreise enthalten. Für ein Fraktal, eine selbstähnliche, sich wiederholende Struktur, muss ich eine sogenannte Schachtelsequenz definieren. Also irgendwie, wie ist das Ganze geschachtelt? Ja? Das heißt, wenn wir jetzt hier haben, wir haben im Kreis zwei kleine Kreise drin, dann könnten wir sagen, aha, in den kleinen Kreisen sind doch ganz sicher, wenn das Fraktal ist, wieder zwei kleine Kreise drin. Und da sind wieder zwei kleine Kreise drin. Und da drinnen wieder. Und wir gehen in das Muster hinein und lernen etwas über das Muster, bis wir dann irgendwann begreifen, aha, dann ist der eine Kreis außen herum gar nicht das Ende, sondern da gehört doch ganz sicher nochmal ein Kreis darüber. Und darum wieder ein großer Kreis. Und darum wieder ein Kreis und so weiter. Und dann beginnt dieses Muster sich zu schachteln und nach innen und außen sich zu öffnen. Ja, das ist das Prinzip. Und wenn wir die Blume des Lebens anschauen, dann hast du hier in der Mitte, also den Kreis drumherum, und hier drei Kreise übereinander, wie bei so einer Ampel. Ja, jetzt mal die wertfreie Ampel nehmen. Und links und rechts nochmal zwei Kreise. So wie auf meinem Bild, wo ich einen Kreis in der Mitte habe und sechs Kreise drumherum. Das ist die innere Struktur der Blume, wenn sie Kreise drumherum hat. Jetzt weißt du, Schachtelsequenz, das ist doch garantiert so, dass hier drinne wieder kleinere Kreise reingeschachtelt sind. Und da drin sind wieder kleinere Kreise und wieder kleinere Kreise und dann haben wir die Frucht des Lebens und außen herum sind noch mehr Kreise. Die Blume des Lebens, ohne der Kreis würde in einer Kreisgröße verharren, während die Blume des Lebens mit einem Kreis drumherum dir eine Schachtelsequenz gibt und sagt, nee, nee, das ist ja gar nicht der Einzelpunkt, sondern das schachtelt sich nach innen und hier außen geht's weiter. Hier sind nochmal sechs Kreise drumherum, ein großer Kreis und plötzlich schachtelt sich das nach innen und nach außen. Und diejenigen, die dir sozusagen einreden wollen, das ist die Blume des Todes, die halten dich eigentlich in einer Matrix gefangen, wo sie nur in einem Maßstab bleiben. Und verraten dir nicht, dass die Blume eigentlich unendlich groß und unendlich klein wird und das eigentliche Schachtelmuster so aussieht und noch viel, viel komplexer ist. Nur ein Teil der Geometrie ist auch, dein Bewusstsein überhaupt erstmal aufnahmefähig zu machen für größere Strukturen. Und bei dem Bild, was ich dir vorhin gezeigt habe, weißes Papier, Geometrie, Yin-Yang, wenn du auf irgendjemand kommst, der sagt, das ist falsch und das ist richtig, der zieht dich wieder in die Polarität hinein. Und das Denken, Blume des Todes und Blume des Lichtes, das ist polares Denken. Aus einer höheren Sicht braucht Gott gar nicht die Geometrie, da ist nur Bewusstsein. Aber innerhalb der Welt braucht es das Bewusstsein, die Geometrie, damit das Bewusstsein hier fließen kann. Und natürlich kannst du dich aus der Mitte hinaus bewegen. Du darfst auch Heavy Metal hören. Ja, wenn du jetzt mein Jünger wärst, soll ich sagen, na klar, wenn du es brauchst, hörst du jetzt Heavy Metal. Sollst du nicht immer machen, aber mach's. Ja? Aber irgendwann findest du wieder zur Mitte zurück, zu dem eigentlichen Kern. Und diese Kräfte versuchen dich zu verwirren mit Scheinargumenten, und sie verraten dir etwas nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, eben das fraktale Denken und so weiter. Ja? Und viele fallen drauf rein. Ist in Ordnung, dürfen Sie machen, aber es ist nicht die Wahrheit. Okay, also du sagst uns im Grunde,
Der Kampf ist auch tatsächlich jetzt schon bei der heiligen Geometrie angekommen. Ich habe das bis vor unserer Sendung als ein Thema gesehen, das da noch vollkommen außen vor ist und unbefleckt. Aber du sagst ja da tatsächlich auch schon das Gegenteil, ne? Auch dort Ja, ist schon verunreinigt, kontaminiert. sobald irgendetwas auftaucht in dieser Welt, was gut ist, nennen wir Tesla oder was auch immer, ja, dann kommen Kräfte, die das besetzen und rumdrehen. Schau dir die Piraten an. Die hatten mal eine gute Idee, die sind rumgedreht worden. Schau dir die Grünen an. Es gibt einen ganz wunderbaren Artikel von Jutta von Ditfurth, die kann man überhaupt nicht mögen, aber die hat mal einen Artikel über die Übernahme der Grünen geschrieben. Der ist noch irgendwo im Netz. Ja. Das ist der Hammer, wie dann plötzlich von außen Fischer und Konsorten reinkamen und das Ding rumgedreht haben. Und das, was wir heute haben, das ist nicht die grüne Ursprungsideologie. Nein, nein, Das natürlich. ist das. Gab es ja auch damals den Mord, ich komme jetzt nicht auf die Namen, den Mord an dem einen Pärchen. Ja, ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Liegt mir auf der Zunge, aber ich Ja, weiß, wir wissen, wovon wir ging mir genauso. reden. Ja, Ja, das wenn wir sind. jetzt dabei sind, also in Grit, ja, du wolltest was sagen. Na, wir haben, jetzt kommt die Esoterik, Bewusstsein, dann wird das verwaschen und wird wieder rumgedreht. Oder das mögen vielleicht manche nicht, aber es gab in Amerika eine konstruktive Antikriegsbewegung zu Zeiten des Vietnamkrieges. Ja, klar. Und das wurde überformt von der Flower Power Generation. Richtig. Ja, genau. Diejenigen, also Jim Morrison von den Doors, Ja. wunderbares Beispiel. Der Vater ist der Kapitän des Schiffes, was den Golf von Tonkin Ja. Zwischenfall inszeniert hat, Ja, die der zur ganze Szene. Rechtfertigung des Vietnamkriegs geführt hat. Ja, die Kräfte setzen sich irgendwo drauf, drehen das wieder rum und versuchen das in ihre Richtung zu Ich lenken. möchte sogar sagen, bei der Hippie- und Flower Power-Bewegung, ist es bereits so aufgesetzt worden. Nicht draufgesetzt, sondern so aufgesetzt worden. Ja. Wie du sagst, die Beispiele sind ja Dutzende, wo berühmte Rockgrößen dann Eltern haben in der Regierung, im Militär, im Geheimdienst leiten. Da haben wir auch schon eine ganze Sendung drüber gemacht. Wir haben es da mit Social Engineering, denke ich, zu tun. Damit, dass man Gruppen steuert, ganze Gesellschaften steuert. Da ist dieser Steuerungsaspekt ganz dominant. Das führt uns ja. Ich habe eine Frage nochmal zur heiligen Geometrie. Ja, mach. Jetzt, wenn wir so kritisch drauf sind, bei der Fibonacci, Reihenfolge, Zahlenfolge, du hast diese eine Tabelle gezeigt, da würde jetzt ein Kritiker auch sagen, oh, guck mal, da ist überall die böse Zahl, Komma 6, Komma 6, 6, als Divisor, als Quotient enthalten. Das bezeugt quasi die satanische Handschrift oder sowas. Und was ja auch logisch sei, denn das führt uns ja dann auch in die Materie rein. Also es sind ja die mathematischen Konzepte, aus denen dann Materie wird. Siehste, Satan ist augenblinzelnd wieder dahinter. Ist natürlich ein Elfmeter für dich jetzt ohne Torwart, denke ich mir. Was sagst du dazu? Also, wieder das Ja, Gleiche, du das sind ziehst. die Sachen aus der alternativen Szene. Ich sammle sie auf, also thematisieren wir sie hier und können sie vom Tisch räumen. Weißt du, das ist so, entschuldige. Ja. Ja, aber ist ja völlig richtig. Ist auch natürlich. Das ist erstmal wieder polares Denken. Wir dürfen, also vor Angst gestorben ist auch tot, muss man dazu sagen. Und wenn wir Angst vor dem Dunklen haben, verfallen wir in eine Starre. Aber wir können auch damit spielen. Also wir können das aufnehmen, den Ball, und sagen, ja, kannst du so sehen. Aber, und dann fallen wir aus der Starre raus und zeigen aber was ganz anderes. Zum Beispiel, das sechste Element im Periodensystem ist der Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff besteht aus sechs Elektronen, sechs Neutronen und sechs Protonen. Ist 666. Oder es gibt innerhalb der polaren Welt niemals rein Negatives oder rein Positives. Ja, es gibt die spirituelle Sexualität und es gibt die tierische Sexualität. Die Sex, die kann uns natürlich auch festhalten, aber die kann uns eben auch zu etwas Höherem führen. Und der Teufel mit seinen Verdrehungen versucht dich eben immer in dieses Dunkle hineinzuziehen. Mir fällt noch was ein, also weil ich gerade sagte, ne, du kriegst nie etwas Sagen, rein sind dunkel. einfach, ich will es mal kurz rausbringen. Du würdest sagen, das sind dann Einzelaspekte extra herausgepickt, um alles in den Dreck zu ziehen, ganz profan gesagt.
Aber Ja, das genau. ist deine Argumentation jetzt dafür. Ja. Ne? Oder dich eben mit, es gibt so einen schönen Satz von Jesus, alles, was ich getan habe, könnt ihr auch und noch viel mehr. So, genau. Jetzt geht's wieder los. Ja, okay. Ist abends schon, ja. Und wenn du eine ungefähre Ahnung hast, wie groß du bist, was du sein könntest, gibt es nichts auf der Welt, was dich aufhalten kann. Bruce Lee oder Walter Russell haben gesagt, Niederlage ist immer eine persönliche Entscheidung. Und der Teufel hat keine Macht. Die einzige Macht, die er hat, ist dir einzureden, dass du keine Macht hast. Ja, das ist die Verführung. Ja? Und der versucht das mit tausenderlei Sachen. Ganz, ganz profanes Beispiel. Ich habe Lass uns ein profanes Beispiel machen, weil das ist wichtig. Ich glaube, Michael Jackson hat es gesagt, aber jemand anders. Während die Lüge einmal um den Globus läuft, zieht die Wahrheit sich noch die Schuhe an. Oder die Lüge gewinnt den Sprint, aber nicht den Marathon. Und wir hatten am Anfang gesagt, dass das Herz ist leise und still und versöhnlich, während eben das andere laut schreiend und so weiter ist. Das zwingt dich immer irgendwo hin, ja. Und jetzt muss ich also versuchen, dich aus deiner Mitte rauszubringen. Und das kann ich durch Manipulationstechniken machen. Ich kann dich zum Beispiel überladen. Oder ich kann dich mit falschen Fragen in die Irre führen. Zum Beispiel, ein Freund hat mal gefragt, unser Konzept, eigentlich war der ein gut intelligent denkender Mensch, und dann hat er irgendwann kam er an und sagte, eigentlich ist unser Konzept von dem Strom falsch, weil wenn das ja richtig wäre, müsste ja der Strom hinter der Lampe weniger werden als vor der Lampe. Was? Das ist aber falsch, weil er dich auf eine falsche Fährte lockt. Das ist nicht der Strom, sondern es ist die Spannung, die sozusagen den Stromfluss antreibt. Oder eben, ich brauche das Wasser, was durch den Wasserschlauch geht, um die Turbine anzutreiben, aber hinter der Turbine wird es nicht weniger Wasser. Aber die Bewegung des Wassers wird weniger. Ah, okay, schönes Beispiel. Weil, weißt du, Ja? ich habe nicht Physik studiert und ich habe Physik nur als Fach gehabt, drittes Prüfungsfach, weil der Lehrer mich mochte. Also bin ich Ja. nicht so gut, ja, gut. So, und wenn du sozusagen manche Sachen nicht weißt, kann ich dich mit einfachen Fragen, die auf den ersten Blick, ja, stimmt, dich verwundern lassen, und dann knall ich dir noch so eine Frage vor den Latz, noch so eine, zerstöre ich innerhalb von 5 Minuten dein ganzes erarbeitetes Wissen und kann dir irgendwelchen Blödsinn erzählen. Ich habe mal ein flache Erde-Video gesehen, da waren Das. in der ersten, ganz kurz, ich höre gleich auf, Ja, nee, in so der gut. ersten Sehr Minute, interessant. in der ersten Minute waren so viele Fehler drin, das hörte sich logisch an, aber es waren so viele Fehler drin, dass jemand, der sozusagen nicht geschult ist oder nicht weiß, was die da machen, kollabiert mit seinem Bewusstseinssystem zu durchschauen, was dort gemacht wird. Und dann kamen die ganzen Lügen hinten dran, um dir irgendwas anderes einzupflanzen. Dieses vor den Latz knallen, das finde ich sehr, sehr interessant. Beobachte ich auch diese Taktik jetzt zunehmend auch in der Alternativszene in den Filmsequenzen, die werden immer schneller. Für mich, der jetzt fast 6 Jahre auf diesem Planeten ist, denke ich mir, wo ist die Begründung? Wo ist die Begründung? Es werden immer nur Ja, noch genau. Bilder, Bilder, Bilder. Ja, das ist gerade eine Mode, muss ich tatsächlich auch sagen, ja. Wir waren bei diesem Kampf gut böse. Grundlage für deine Beispiele war ja, dass der Teufel quasi dir ganz viel um die Ohren schlägt, währenddessen die Wahrheit den Marathon gewinnt. Erklärt vielleicht Genau. auch die Ereignisschnelligkeit, der wir momentan ausgesetzt sind. Ja, wir haben ja Halbwertzeiten von den verschiedenen Narrativen, die immer kürzer werden, die Lebenszeit von denen. Ich fand es sehr interessant, auch in der C-Zeit, bei diesem Teufelspakt, der da abgeschlossen wurde, wie wunderschön symbolisch verführt wurde mit materiellen oder ja, mit materiellen Begünstigungen. Wenn du dies und jenes tust, dann kannst du wieder im Restaurant essen oder sowas, ja. Und Weil, so blieb es eine freie Entscheidung, Andreas. Und das genau, ist das ist das, der Punkt. ja. Das habe ich auch in dem Manifest rausgearbeitet.
Der Teufel braucht deine Zustimmung. Genau. Genau. Auf Ich so vielen frage jetzt mal Ebenen. rein, warum braucht er deine Zustimmung? Ich meine, ja, ich möchte deine Meinung hören. Warum Na, braucht er auch, deine er muss sich auch an die göttlichen Gesetze halten. Er hätte es dir auch aufzwingen können. Wer die Macht hat, hat die Macht. Ja, aber dann würde er verstoßen gegen die göttlichen Gesetze. Oder er würde sich selbst mehr Karma aufladen. Auch das wäre auch ein göttliches Hätte dich Gesetz. nicht verführt. Ja. Erfolgreich. Oder ich mag es immer in Bildern auch zu sprechen. Ein Aspekt, sie müssen immer die Wahrheit erzählen. Ja, das ist auch sehr Mindestens schön. einmal. Du, Und spontane Idee, Andreas, wollen wir warte, ganz vielleicht kurz, ich auch. möchte das eine Bild noch zu Ende Entschuldige, bringen. entschuldige, entschuldige. Merkst du ja, ganz kurz. Es gibt in der Geheimdienstsprache das Wort Honigtopf. Ich Ja. stelle einen Honigtopf auf und dann kommen die ganzen, die ich eigentlich fangen will, zu dem Honigtopf. Nun haben wir ein System, das nennt sich Facebook. Und der Chef von Facebook, der heißt Zuckerberg. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Zuckerberg und einem Honigtopf? Genau, damit beschäftige ich mich seit anderthalb Jahrzehnten, dass ich diese Symbolismen, die uns ständig überall von Arsch getragen werden, riesengroße Letter, dass ich die zeige. Du Wenn musst du eines Tages mal vom vorm Chef da rational stehst. Denken weggehen und wieder bildhaft denken. Ganz kurz, dieser ganze Untergang zum Beispiel, das ist ein sehr populäres Ding, aber ich habe mehr von denen auf Lager, von der Costa Concordia. Ist ein einziges Symbolon für den Untergang Europas. Das erzähle ich seit 2012. Wurde da rituell vorgeführt. Oder es ist ein riesiger Zufall, weil die Natur immer alles abbildet. Und da sind wir tatsächlich bei einer Grundfrage hier von einem alten Buch von mir, Alltägliche Wunder, Serienbildung, Synchronizitäten. Da befasse ich mich mit vielem, was wir heute gesprochen haben, mit dem Apfelmenschenprinzip und so, und übertrage das, was du jetzt als heilige Geometrie zeigst. In ein Bild übertrage ich nur auf Ereignisse. Könnte es sein, dass auch Ereignisse quasi gemalt werden, immer wieder stattfinden, in einer Zyklik sind und so weiter und einen symbolischen Wert haben? Ich weiß, ich trabe damit ein bisschen weiter raus, aber das wirft Fragen auf nach unserer Welt- und Seinsarchitektur und da finden wir uns wieder. Wir werden regiert von Magiern, die uns einreden, dass wir keine magischen Kräfte haben. Du hast meine Franz-Freiheiten gesehen. Das sage ich dauernd. Das sage ich dauernd. Magiere tun diese Welt hier regieren und wir werden auf Verstandes, Rhythmen zurückprogrammiert. In so ein Genau. Verstandesgefängnis herein. Und das nennt sich Und dann Aufklärung in einem Akt der Verdrehung ist Naturwissenschaft. ja. Wow. Ja. Und Sorry. wir nur wenn wir etwas uns vorstellen können, dann können wir es auch umsetzen. Ja, wenn ich mir vorstellen kann, dass wir freie Menschen sind, dann kann ich auch, habe ich auch den Antrieb, das zu tun. Wenn ich aber mir vorstellen, nee, also ich bin krank, ich brauche einen Arzt. Ich kann das nicht heilen, das kann nur ein Arzt machen. Dann gebe ich jedes Mal meine Kraft ab, Jetzt mal. weil ich so vollgeladen bin mit falschen Bildern. Ja? Und wer sitzt auf dem Berg der Bilder? Das sind die Bilderberger. Cool. Ja, sowas liebe ich, so eine Denke. Ja? Was hältst du davon? Meine vorherige spontane Idee, wenn wir mal irgendwann eine Sendung symbolischer oder magischer Alltag machen. Weil heute in unserem ersten Gespräch haben wir das ja auch drin. Wir wollen eigentlich über die Blume des Lebens reden oder über heilige Geometrie und kommen immer wieder automatisch in diesen Alltag rein. Ne? Vielleicht sollte man das mal dann zum Titel machen auch, ja? Von mir aus, aber mir ist es ganz wichtig, Ja. dass das weiße Papier die Oberhand gewinnt. Also man kann in das Dunkle hineingehen, aber wir müssen hauptsächlich darauf hinausarbeiten, rauszugehen. Oder um nochmal ein anderes Bild zu malen, du wachst auf, du kommst zu Bewusstsein. Ja? Wo bin ich? Schaust dich um und stellst fest, oh, ich bin auf dem Meer. Halte mich vielleicht an einem Rettungsring oder an einer Holzplanke fest. Überall nur Wasser. In einer Richtung sehe ich noch einen Ozeandampfer. Dann ist es völlig egal, ob du von dem Dampfer gesprungen bist, ob dich jemand geschmissen hat, in einem Ritual runtergeworfen hat oder was auch immer. Du musst auf den Dampfer raufkommen. Wenn du auf dem Dampfer bist, dann kannst du anfangen zu forschen, was war vorher passiert. Und
Wir können natürlich, und das beherrschen die genauso, das Spiel, weißt du? Wir können über die Geheimgesellschaft forschen und über das und über das und über das, aber wir dürfen niemals vergessen, uns mit uns selber zu beschäftigen. Weil nur in uns liegt die Freiheit. Und alles andere ist zu großen Teilen, besteht die Gefahr, uns abzulenken. Ja, allerdings, das kann ich jetzt tatsächlich dann auch ins Gute verkehren, kommt es immer darauf an, wo du hinschaust. Solange die meisten Menschen sich die Grundfragen des Seins, wo bin ich, wer bin ich, warum bin ich, nicht stellen, ist es auch sehr förderlich, im Bereich der Geheimgesellschaften und so weiter neugierig zu machen. Denn tatsächlich führen die dann auch über diesen Weg heraus. Das ist ja Ja, das. natürlich. Also dafür nutze ich es auch. Deswegen würde ich das nicht verdammen. Ja, okay, Das gut, ja. ist sogar wichtig. Also wir müssen meinetwegen über den 11. September reden, über die Unklarheiten, um Genau. dann zu zeigen, das ist eine Lüge. So. Ja. Und dann hören wir aber auf, Was darüber zu vorhin diskutieren, ob es eine ja Lüge ist oder selbst, nicht, was sondern vorhin ja jetzt gehen wir selbst, mal zu den nächsten Stufen. Was machen wir damit? sobald du es schaffst, wir haben das Beispiel vorhin gehabt, dass ein Mensch mutig genug ist, sich die erste Frage zu stellen zum 1. September. Ist er rausgetreten aus der Matrix, dann geht das los und nur noch in eine Richtung. Genau, ja. Puh, ich möchte dir nochmal eine geometrische Frage stellen. Ich weiß, wir haben schon ein bisschen was auf dem Buckel. Wie erklärst du dir, dass Mond, Sonne und Erde in einem bestimmten Größen- und Entfernungsverhältnis dann so angeordnet sind nach unserem Weltbild, dass Sonnen- und Mondfinsternisse exakt immer ineinander passen? Wer ist denn da der große, gibt es da den großen Baumeister, wie die Freimaurer das sagen würden, der das, leben wir in einer Art Universum-Sandkasten? Ist es Zufall? Jetzt sind allerdings dann auch die Monde und Sterne auf ganz vielen Flaggen weltlich drauf. Aber das ist vielleicht schon wieder ein neuer Aspekt, wie uns zum Hohne vorgetragen. Guckt mal, wir wissen es und wir zeigen es euch. Also so die türkische Flagge zum Beispiel. Okay, führt uns vielleicht weiter. Was sagst du zu diesem exakten Verhältnis Mond, Sonne, Erde? Messwert und Interpretation. Boah, das ist doch heilige universelle Geometrie, hätte ich jetzt gesagt. Ich nutze das gerne in meinen Vorträgen, dieses Bild, um zu zeigen, dass es eine universelle Harmonie gibt. Oh, ich kann es nicht überraschen. Also nutzt er das schon wieder? Ich dachte, ich überrasche dich mal mit was. Hey, na gut, okay, entschuldige. Das ist ja noch viel verrückter. Pass mal auf. Hast jetzt den Warnke dann gleich, oder? Ulrich Wie bitte? Warnke? Nee. Wir machen noch mal ein bisschen Geometrie, weil es so schön ist. Gut, ja, gut. Also das eine ist, ich muss kurz umschalten, muss hier mal auf meinem Bildschirm rumspringen. Bewusstsein, wo haben wir ihn? Der Ja. gute alte Leonardo. Ah, guck mal da. Ja, jeder Mensch von uns ist so hoch, wie er breit ist. Das könnt ihr nachmessen. Also Armspannweite gleich Körpergröße. Mit einer minimalen Abweichung wieder. Ja, das gibt das göttliche Ideal, das ist das Quadrat. Wenn du 100 Menschen misst und den Durchschnitt bildest, ist das so. Individuell kann das leicht verschieden sein. Da haben wir es wieder. Weißt du, da haben Genau. wir wieder diese Minimalvarianz, ja? Genau, ja. Genau. Weil ich sagte, das findet man an ganz vielen Stellen in der Musik und so Genau. weiter, aber hier eben auch. Und jetzt ist Folgendes: Ich kann meinen Arm senkrecht nach oben halten. Ja. Und da gibt es einen Punkt, wo ich hinkomme, also senkrecht bis hoch. Mein Monitor ist zu klein, weißt du? Und jetzt kann mir, ich habe ein Buch, der anthropologische Atlas des Menschen. Das ist DDR-Buch, da sind alle Maße des Menschen drin. Und da steht drin, bei Mensch, also Größe, Armspannweite steht drin, und aber auch, wie hoch reicht der Arm, wenn ich nach oben recke. Ja, das ist wichtig für Arbeitsplatzgestaltung als Beispiel. Jetzt ist Folgendes, es gibt dieses uralte Problem der Quadratur des Kreises. Also entweder Kreis und Quadrat haben die gleiche Fläche oder den gleichen Umfang. Und wir nehmen mal die Umfangsgleichheit. Das heißt, Kreis und Quadrat haben den gleichen Umfang. Okay? Jetzt ist Folgendes, ich suche das Bild nur raus. Da ist es. Warte mal. Genau. Wir haben hier das Quadrat um unseren Körper herum und dann einen Kreis, der den gleichen Umfang hat.
In dem Bild ist der Mittelpunkt im Nabel, Entschuldigung, in den Genitalien. Aber wir setzen den Kreis mal nach oben, so dass er unten aufsitzt. Ja? Also der Kreis hat immer noch den gleichen Umfang wie das Quadrat. Ja. Und der Punkt, wo ich mit meiner Hand nach oben recke, ist der Durchmesser des Kreises, der den gleichen Umfang hat wie das Quadrat um den Körper. Was? Nochmal. Der Punkt, wo ich mit der Hand nach oben reiche, ist der Punkt, wo was? Das von da bis zum Fußboden gemessen, ist der Durchmesser eines Kreises, der den gleichen Umfang hat wie das Quadrat, was du um dich malen kannst, wenn du Armspannweite nimmst. Okay, alles klar. Ja. Also wir haben die Quadratur des Kreises in unserem Körper eingebaut. Wahnsinn. Ja, klasse. Ja. Aber gleichzeitig ist es so, wenn ich jetzt von da oben, von meiner ausgestreckten Hand bis zu meinem Kopf messe und da die helle Kugel male und dann von meinem Kopf bis zum Fußboden messe und die dunkle Kugel male, ja, dann ist das, warte, wo kommt das Bild? Durchmesser von Mond zur Erde. Die hättest du doch jetzt auch größer malen können, da oben die Kugel. Nein. Doch. Ja, hätte ich, aber das wäre ja nicht die Originalmaße. Lass mal stehen, lass mich mal überlegen. Bleib mal drauf, bitte. Bleib mal drauf. Also du hast die Erde jetzt in, für die, die auch nur den Podcast hören. Wir hatten den vitruvischen Mensch. Wir haben um den ein Quadrat gemacht und die Kreise, die haben dieselben Umfänge. Wir haben dann in das Quadrat von dem vitruvischen Mensch den Erdball hereingepasst. Ah ja, und darauf hast du dann den Mond gesetzt, aber im exakten Größenverhältnis, also ungefähr 29% der Erdgröße. Ist das jetzt auch in dem Bild da, der ja, aufgesetzt genau. Ja, da ist nichts gefaked, das ist so. Okay, und dann landen wir in dem Bild vom Andreas wieder im äußeren Kreis. Und das ist wirklich verwunderlich. Okay, ich habe es geschnaggelt. Und wichtig für mich war, das Größenverhältnis da zwischen Mond und Erde ist wirklich exakt, was du da eingezeichnet hast. Ich zeige dir gleich die Zahlen. Können wir gleich rechnen? Ich kenne sie. Ich weiß ja nicht, ob dein Bild dem entspricht. Ist so. Okay, gut. Dann sage ich mal, ist das ein Hammer, was du da gebracht hast? Das würde ja bedeuten, dass... Okay. Es geht ja noch weiter. Okay. Wenn du ein Ägyptologiebuch nimmst, dann liest du... die Höhe der großen Pyramide von Gizeh entspricht dem Radius eines Kreises, der den gleichen Umfang hat wie die Basis, das Basisquadrat der Pyramide. Entspricht dem Umfang eines Kreises, der die gleiche... Radius eines Kreises. Radius, der die gleiche... kapier ich nicht. Nochmal. Also jetzt hier bei der Pyramide ist es ja ins Viereck eingetragen, nicht in den Kreis. Ja, das ist sozusagen die Seitenansicht, um die Höhe der Pyramide zu zeigen. Das Quadrat ist die Grundfläche der Pyramide und die Höhe der Pyramide in der Seitenansicht, ja, das ist genau der Radius, der den gleichen Radius... Ah, wow, geil, ja, okay. Die Höhe entspricht dem Kreis und die Basis entspricht dem Quadrat. Wow. Ja. Und beide, das heißt, und Kreis und Quadrat haben ja... denselben Umfang, dieselbe Umfanggröße. Ja, genau, geil, genau. Geil. Das heißt, menschliche Geometrie, Geometrie von Erde und Mond und Geometrie der Pyramide ist 1. Das ist großartig. Aber wir sind noch nicht durch. Pass mal auf. Warte, aber wir fahren natürlich einen mathematischen Verstandesfilm gerade, wir zwei, ja, ist klar. Ja. Also ich empfehle den Hörern, das nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, was der Andreas hier an wirklich tollen, tollen Folien auflegt. Ja. Das macht ja Knack im Hirn. Aber auch, weil er OBS so toll nutzt. Jetzt, jetzt gucken wir uns die Pyramide an. Wir reden immer noch über die große Pyramide. Ja? Wir haben eine Pyramide, wo die Höhe gleich dem Radius ist von dem Kreis, der den gleichen Umfang hat wie das Quadrat. Ja? Wenn du das hast, sagen wir, die halbe Grundlänge ist 1. Also der Radius von dem Quadrat sozusagen. Ja. Dann ist die Höhe der Pyramide Wurzel aus dem goldenen Schnitt und die Höhe des Seitendreiecks ist der goldene Schnitt. Welche Höhe des Seitendreiecks? Also die Höhe der Pyramide, das ist das Ding hier. Ach so, H, klein h quasi. So. Das ist nicht H, das ist Phi, das ist ein griechischer Buchstabe.
Jetzt beim Dreieck wäre das in der Schule das Beim Dreieck wäre A. es H, ja, Okay, genau. gut, was die Höhe ist jetzt, was ist jetzt die Höhe? Die Höhe der Die Höhe ist Pyramide, die Höhe, so, ja. das ist der Fußpunkt, das ist die Spitze. Und Wie was hoch ist ist die die Rückseite? Pyramide? Wenn die halbe Kantenlänge des Quadrates 1 ist, ist die Höhe Wurzel aus 1,618. Und von der Dreiecksseite, von der Seite der Pyramide, Ja. die Höhe dieses Dreiecks ist genau 1,618. Okay, kapiere ich gerade nicht. Macht aber nichts. Ich sehe das Wunder darin noch nicht. Das hängt an meiner Blödheit. Der goldene Schnitt. Ist 1. Das eine ist die Wurzel aus 1, das andere ist 1,66 wie der goldene Schnitt. Genau. Ja, aber es sind doch idealtypische platonische Körper. Da muss ich doch sowas erwarten, dass das ein bisschen harmonisch ist, oder? Oder bin ich Ja, jetzt zu dekadent dabei? Also. Peanuts. Bei der zweiten Pyramide haben sie den Satz des Pythagoras reingebaut. So, Messwert und Interpretation. Jetzt sehen wir die Pyramide und wir sehen ihre Maße. Haben die Pyramide gebaut haben, das Verhältnis von Erde und Mond gebaut? Haben sie den Menschen gebaut? Oder haben sie den goldenen Schnitt gebaut? Genau, okay. Ja, Kannst du aber mal. wir sind ja eigentlich immer noch bei der Frage, wo war's gewesen, Bewusstsein? Weißt Damit, also ihr. du, ich bin, aber ich weiß, du kannst es ab. Ich bin ein bisschen off-topic, wenn ich sage, und trotzdem, du merkst, ich habe noch eine Distanz. Das ist ja eine sehr männliche, verstandesgemäße Mathematik, ist die Sprache des Universums, Sicht aufs Universum. Ein anderer kommt mit einer Perspektive, der sagt, Liebe ist die Basis. Der dritte sagt, Bewusstsein. Verstehst du, es ist ja nur eine Perspektive, eine faszinierende, aber doch eine sehr rationale, sehr vernunftlastige. Oder? Akzeptiere ich den Punkt? Es gibt ja verschiedene Lehrtechniken oder Unterrichtstechniken. Und Dronvallo hat eine Technik gepflegt oder eines gesagt, wir sind sehr verstandesbetont und wir wollen immer wissen, wir hungern. Und der Verstand, der teilt immer, der will immer analysieren, zerteilen und so weiter. Und ein Aspekt, an die Gefühle ranzukommen oder um zu helfen, die Gefühle wieder bei dir stark zu machen, ist, dem Verstand so viel Futter zu liefern, dass er irgendwann kollabiert. Ja, das ist das Remote-Viewing-Prinzip. Genau Ja? das. Ja. Also wir haben das vorhin sozusagen in der Negativvariante gesehen bei dem Flache Erde-Film. Ich überlade dich mit Falschinformationen und ich überlade dich jetzt mit richtigen Informationen. Ja. Dass die Leute müssen verstehen oder du darfst verstehen, es geht mir nicht um die ganzen Verstandesinformationen, die ich hier liefere, sondern es geht um den Moment, wo du plötzlich innehältst und sagst, ach du Scheiße. Und dann sage ich, okay, und diesen Moment des Staunens, den hältst du jetzt mal bitte. Wow. Vergiss das, was wir gerade logisch gedacht haben, sondern bleib mal in diesem Toll, toll. Nicht-Denkenszustand. Und jetzt halten wir mal diesen Raum. Der Und gucken. Aha-Effekt ist, das ist wichtig und gut, dass du das nochmal gesagt hast, finde ich, Andreas. Ja. Es gibt jetzt nochmal eine ganz neue Dimension rein. Und das ist das, wo ich vorhin sagte, mir ist es wichtig, dass wir das weiße Papier halten. Ja, wir können stundenlang über Symbole reden, gerne. Aber wichtig ist, irgendwann müssen wir aufhören und sagen, so, jetzt ist genug. Im Grunde geht es Jetzt. mit dem, was ich mache seit Jahren, auch um den Moment, den du gerade beschreibst. Dass jemand, der Mund runterfällt, sagt, das kann doch nicht sein. Moment mal, das ist ja riesig. Und dieser Augenblick, dann geht die Reise los. Im Grunde geht alles, auch jetzt, was ich tue, immer um diesen Augenblick bei Menschen. Und Ja, den zu genau. wiederholen, weil dann wollen die selbst glauben. Okay, jetzt. Wir sind immer noch, warum ist der Mond und die Erde so perfekt und passen so zusammen? Ja, das So, war also jetzt habe ich noch ganz kurz die Rechnung. Ja, ihr könnt ein Standardbuch nehmen. 3476 Kilometer Durchmesser des Mondes, Durchmesser der Erde 12.734 Kilometer. Ja? Rechnen wir, Quadratumfang ist 4 mal Durchmesser Erde 50.936 Kilometer. Kreisumfang ist Durchmesser Erde plus Durchmesser Mond, habe ich gesagt, also dm plus de, Durchmesser Mond plus Durchmesser Erde.
Diese beiden Zahlen oben sind zusammen 16.210, steht hier, mal Pi macht einen Umfang für den Kreis 50.925 Kilometer. Erklär es bitte nochmal, damit auch ich es verstehe. Das ist der mathematische Beweis für die Umfangsgleichheit von Kreis und Quadrat. Das Quadrat ist Durchmesser der Erde mal 4. Ja, Durchmesser der Erde ist eine Seitenlänge mal 4 ist der Umfang des Quadrates. Ja, klar. 4 mal Durchmesser. Durchmesser Erde muss da stehen. Durchmesser Erde mal 4. Ja, 12.734 mal 4 sind 50.936 Kilometer. Kreisumfang ist Pi mal, und der Durchmesser für den Kreis ist Durchmesser Erde plus Durchmesser Mond. Mhm. Durchmesser Erde plus Durchmesser Mond ist 16.210 mal Pi ist 50.925 Kilometer. Jetzt vergleichst du 50.925, 936 und siehst, mit einer minimalen Abweichung, mhm, das ist umfangsgleich. Mhm. Okay. Ja, das war jetzt nur der Beweis, dass Kreis und Quadrat gleichen Umfang haben und dass das eingebaut ist in den Maßen von Erde und Mond. So. Der Mond, irgendein Physiker von der NASA hat gesagt, es ist einfacher zu beweisen, dass der Mond nicht da ist, als dass er da ist, weil der so ungewöhnlich ist. Mhm. Unter anderem in allen anderen Planeten ist der nicht so, so nah, so groß. Und dass er eben auch harmonisch hinpasst auf diesen Punkt, wo eben genau das bei der Sonnenfinsternis sich da davor schiebt. Das ist ein Foto, was ich selber gemacht habe. Hm. Und das Lustige dabei ist, können wir doch größer machen. Ganz kurz was gucken. Ja, da geht noch was. Wow. Wir haben hier sogenannte Meere und Gebirge, also die helleren sind Gebirge und man kann die im Teleskop anschauen. Ja. Man kann die Berge sehen, man kann sehen, dort gibt es Schatten da drauf, die sich ändern mit dem Stand der Sonne. Man kann also wirklich räumlich sehen, da gibt es für mich keinerlei Diskussion. Der ist physisch real da, der ist auch kugelförmig. Mhm. Was aber interessant ist, also die Dichte von diesem Körper haut überhaupt nicht hin. Der ist viel zu gering für seine Größe. Ja, genau. Und alle. Aber wirklich überhaupt nicht hin. Also. Wirklich überhaupt nicht. Und ja. Alle Krater, die müssten ja eigentlich so hier sein, ja, irgendwie tief, aber die gehen so, dann kommen sie auf eine Schale und dann geht es wieder hoch. Ja. Das ist das, was du in den Meeren siehst oder eben auch hier bei diesem Krater. Du kommst wie auf eine innere Schale. Mhm. Früher, ich hatte ja mal eine Sternwarte. Und dann habe ich natürlich Vorträge gehalten über. Ist schon geil, ja. Okay, gut, ja, kam an. Über Astronomie. Mhm. Und dann habe ich mir selber zugeschaut, wie ich wiedergebe, was ich in den Büchern gelesen habe. Mhm. Ja, wie ich einfach das Wissen wiederkaue, ohne es zu hinterfragen. Und da sagt man, die Krater waren da, ja, aber dann ist von innen Lava nachgeflossen, die haben die Becken gefüllt und damit sind dann diese Flächen entstanden. Genau sagen kann ich es dir nicht. Ja, ich bin gerade wieder, das Mondthema triggert mich gerade wieder, ich lese gerade verschiedene Bücher über den Mond. Mich auch, ich habe gerade wieder auch einen Vortrag am Start, weil ich 2003 habe ich den mit RV mal untersucht in einem Projekt. Mhm. Kam dann auch darauf, dass ich ihn studieren wollte, habe auch gemerkt, Mensch, wieso hat er nur 1,2% vom Erdgewicht? Das mhm. muss doch bedeuten, er ist hohl. Das geht doch gar nicht anders, wenn die Zahlen stimmen. Dann haben wir eine Menge Anomalien auf dem Mond, wo also wirklich über den Erdball hinweg viele Hobbyastronomen dann Lichtpunkte und so weiter da filmen. Ich werde jetzt nicht weiter interpretieren, aber sagen, was da ist. Dann hast du diesen Glockeneffekt von Apollo 12 und 13, hast du mhm. bestimmt schon von gehört. Und dann diese Krater, die eine metallurgische Zusammensetzung, ja, und die Krater, die scheinbar nicht so tief gehen, als wäre da nochmal so etwas wie ein Mantel oder so etwas, ein Metall. Genau, das hatte ich auch gesagt, ja. Mhm. Das habe ich dann nicht gehört, ja. Ja, das war das, was ich meinte, dass du in den Meeren hier drüben, in den dunklen Flächen, die sind flächig, mhm. wie so eine Schale, und da oben, bei diesem kleinen Krater hier zum Beispiel,
Der müsste eben tiefer gehen, aber der geht nur schräg runter und dann kommt eine flache Schale und dann geht es wieder hoch. Ja, der macht nicht so eine Schüssel sozusagen, sondern der geht runter und dann ist Ende. Ja, wenn ich jetzt böse wäre, ein Modellator, Slavi Bartfass, hat, falls du das was sagst, hat sozusagen eine Schale genommen und darauf dann ein Relief draufgebaut und so weiter. Das ist natürlich für uns unfassbar. Sollte es eine Zivilisation geben oder eine Möglichkeit geben, einen Himmelskörper zu erschaffen, der 3000 Kilometer im Durchmesser hat und den irgendwo hinzuparken oder eine Raumstation. Ja. Das ist natürlich ein unfassbarer Gedanke, der ist noch schlimmer als 11. September auszuhalten. Ja. Aber der Mond wirft natürlich Fragen auf und ich kann es dir nicht beantworten. Okay, aber es reicht ja schon, wenn wir die Fragen drin haben. Tatsächlich wollte ich dich auch in diese Richtung animieren, da Stellung zuzunehmen, ne? Die Größenverhältnisse, das stinkt doch nach künstlich und gebaut. Deswegen auch dieser Hinweis auf die Freimaurer, die dann hier die Weltenerschaffer als große Baumeister bezeichnen. Du kannst mal einen Film wie Moonfall gucken. Schauen dir mal an. Moonfall. Schauen dir du mal meinst an. Den Spielfilm oder den. Ja, das ist ein Spielfilm, aber er hat sehr, sehr viele Andeutungen drin. Ja, den habe ich gesehen. Er war ein bisschen überdreht, aber prinzipiell ja. Ja, aber. Also, ja, okay. Da können wir ja auch, wenn wir da sind, über die Apollo-Astronauten reden, die alle Freimaurer sind und die bei Apollo 11 diese Flagge da mit hatten auf dem Mond und stolz in ihrer Loge in Washington präsentieren. Also ich sehe schon, mit dir macht es Spaß, über heilige Geometrie zu reden. Ja, oder... Aber dass du jetzt auch noch eine Sternwarte hast, also du bist ja auch so ein hungriger Geist, gell, Andreas, oder? Ja, bin ich. Du musst andauernd, ja. Du wolltest was sagen gerade, was? Naja, warte mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Ah, wunderschön. Raumfahrt, Apollo. Wo haben wir denn so ein schönes Foto? Ja, guck mal. Ich weiß, ich habe Freimaurerfreunde, die würden das jetzt vielleicht als Mumpitz abtun, aber ja. Weißt du, das Gruppenfoto von Apollo 11. Ja. Die sitzen doch da und präsentieren sich so schön. Ja. Warum hält er seine Hand so blöd, um seinen Siegelring da in die Kamera zu halten? Ja, das sind immer wieder diese kleinen Anekdoten. Ja. Warum? Genau. Warum? Ne? Ich sag da nichts. Oder eben, wenn wir jetzt rein auf der Symbolebene schwurbeln, bei den ganzen Symbolen von diesen Patches, hast du immer wieder, warum haben die Russen und die Amis die drei Strahlen, die hin zu diesem blauen Stern gehen? Ja. Oder warum bestimmte Sternkonstellationen, die sie da haben? Das ist immer wieder das Gleiche. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff, Symbolism will be their downfall. Und also an ihrem Symbolismus wird man sie erkennen, beziehungsweise eben darüber werden sie eines Tages stolpern. Und genau das ist es dann auch. Also da sind ganz viele Fragen drin. Ja, dann bist du religiös verbrämt, hast du den Stern über Bethlehem und wir singen alle Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Ne? Ja, übrigens, weil wir darüber gesprochen haben, das ist die Fahne, die auf dem Mond war. Die drei Strahlen, die zum Weg führen, die zum Stern führen, sondern der Stern, der die drei Könige zum Christus führt. Ja, also man darf das Ganze auch immer mal, ja, was hattest du da eben, die Fahne, die, ja? Das ist die Fahne, die auf dem Mond gewesen ist, die in Washington in der Freimaurerloge hängt. Die sie da ganz stolz präsentieren. Die haben sie mitgenommen. Also es gibt das offizielle Foto mit der USA-Flagge. Aha. Und einer von den Astronauten von Apollo 11 war Freimaurer und hat die Freimaurerflagge mit auf dem Mond. Da kommt die Freimaurer-Zirkelchen. Ich meine, die haben ja auch diese Geometrie bei sich mit drin. Da würdest du jetzt sagen, das ist das, was sie dann bösartig oder verschwärzend aufsetzen auf die heilige Geometrie? Du hast ja auch Winkelmaßen ja, da muss man aber auch wieder vorsichtig sein. Weißt du, der Dorffreimaurer, der hier guten Gewissens in die Freimaurerloge geht und einen schönen Männerabend hat, der wird nicht Blutlogen machen oder Blutrituale. Ja, nicht jeder, der Freimaurer ist, der ist Teil der geheimen Weltregierung. Darf man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und vielleicht haben die Freimaurer auch heute nicht mehr die Bedeutung, die sie früher mal hatten. Und die eigentlichen, die Dunkelhüter sitzen auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist nur noch Fassade oder Auswahlloge sozusagen, um zu sortieren. Komm, wir machen jetzt Schluss.
Weil es ist schon 1 Uhr und ich habe Ja, gedacht, hast recht. wir Also. könnten jetzt auch einen ganzen Nachmittag weitermachen und je mehr wir uns unterhalten, entdecken wir ständig neue Themen. Andreas, es würde mich freuen, wenn wir das wiederholen könnten. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit dir zu reden. Ich weiß, ich würge jetzt gerade voll ab, aber ich glaube, wir können Ewigkeiten noch weiterreden. Ja. Es sei Aber denn, du ich hast würde auch noch irgendwas. Ja, gerne, genau, hau rein. Ja. weil du hast gerade die drei Strahlen, die drei Sterne und den Stern von Bethlehem gebracht. Und wir hatten gerade Weihnachten. Ich will das Ding noch gerade rücken. Darf ich Okay. das noch? Ja, gerne, gerne. Ja, Damit wir mit einer. absolut. Also wenn ich irgendwie was sage, wo du sagst, nee, finde ich gar nicht so und so, auf jeden Fall. Kann nur sein, dass ich nochmal was erwidere Ja, dann geht die nächste Runde los, ich weiß schon. Also, wir müssen mal wieder umschalten. So. dann. Für alle Zuschauer, wir haben jetzt also hier ein bisschen Sterne auf dem Bildschirm. Ja. Und zwar haben wir hier schräg diagonal die Milchstraße und dann habe ich das Sternbild Orion gezeichnet. Und da links unten, das ist der Sirius. Und die drei Gürtelsterne des Sirius, des Orion, kann man als Wegweiser nehmen, um den Sirius zu finden. Also jetzt gerade am Abendhimmel sieht man noch schön den Orion stehen und wenn man die drei Sterne sieht, relativ tief am Horizont sieht man den Sirius. So. Müsste eigentlich, hier sind die Sternbildlinien, genau. Der Orion ist sozusagen ein Kämpfer. Die drei Sterne sind der Gürtel des Orion, die zwei oberen der Schultersterne und das andere die Füße. Und der Sirius heißt auch Hundestern, weil er im Sternbild Hund ist. Okay. Wir haben im Juli haben wir die sogenannten Hundstage. Die Hundstage ist die Zeit, wenn es sehr warm ist. Warum sind es die Hundstage? Weil zu dieser Zeit Sirius, Sonne und Erde auf einer Linie liegen oder auf einer Ebene liegen. Da ist die Sonne, der Sirius hinter der Sonne sozusagen. Nicht exakt, aber in der Richtung. Ist übrigens auch das astrologische Gründungsdatum, der 4. Juli von Amerika. Ist genau die Achse, dieser Punkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Das Machen wir ist ein andermal. eine Geschichte. Okay. Bei den Ägyptern ist es so, dass der Kalender ausgerichtet ist auf den Sirius. Wenn der Sirius das erste Mal, also wenn er vor der Sonne ist oder hinter der Sonne ist, ist er nicht sichtbar. Irgendwann entfernt er sich wieder und dann ist irgendwann in der Morgendämmerung Sirius zu sehen und dann geht die Sonne auf. Und die Priester stehen auf dem Tempel und beobachten den Himmel und warten. Und wenn Sirius das erste Mal zu sehen ist, an dem Tag ist die Neugeburt, der erste Erste von dem neuen Jahr. Und die Priester verkünden Jahresbeginn. Ja? Ja, alles klar. So, jetzt muss ich aber irgendwie vermitteln, wo muss der Priester den Stern suchen, der die Geburt des neuen Kindes anzeigt? Er muss den drei weisen Sternen aus dem Morgenland, aus der Morgenstunde folgen und dann findet er den Stern, der die Geburt des Kindes anzeigt. Das heißt, die Ah, Geschichte, Wahnsinn, super, also, großartig. die Geschichte ist eigentlich eine astrologische Geschichte oder eben, wie heißt das, Astrotheologie. Religiös verbrämt dann, die drei Weisen aus dem Morgenland sind die drei Achsensterne, die auf den Sirius als die Geburt des Genau, neuen genau. Jahres. Boah, Mann, Andreas, das ist wunderschön, was du da recherchiert hast. Und ich komme aus Dresden, bei uns um die Ecke ist das Erzgebirge und dann haben wir hier die Tradition, Herrnhuter Sterne aufzuhängen. Ja, ich halte es schon kaum noch aus, zur Weihnachtsmesse in die Kirche zu gehen, weil ich immer einen Lachanfall kriege, wenn die erzählen von den drei Weisen aus dem Morgenland und eigentlich musste eine Astronomiegeschichte erzählen. Und dann hängt man sich immer Herrnhuter Sterne auf, als Symbol eben für den neu aufgegangenen Stern. Und ich schmunzel immer, weil dann überall Sirius-Verehrung im ganzen Land ist. Du, ich gebe meine 5 Cent da nochmal mit dazu. Wenn man nach Nordschleswig fährt, da gibt es das alte Ort Haithabu. Oh ja. Altes, ich sage jetzt mal Wikingerort, man schlage mich, ja. Und dort kam auch ein persischer Schriftgelehrter vorbei und hat übermittelt damals, die Einwohner dort seien Sirius-Anbeter.
Also wir müssen dafür tatsächlich nicht nur nach Ägypten reisen. Wir haben das hier auch im Norden unseres Landes, diese Sirius-Anbetung. Und die lässt mich auch nicht los. Und für mich ging heute ein kleiner Bauteil, ein kleines Puzzleteil habe ich schon wieder mitgenommen, dass das in den Pyramiden mit drin ist. Ja. Sirius-Anbeter eben auch in Norddeutschland. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, warum sind es Sirius-Anbeter? Haben wir es da jetzt mit einem Alien-Kult zu tun, eben doch oder sowas? Also du hast es gerade astronomisch dann begründet und das finde ich sehr entspannend auch, ja. Ja, ist vielleicht dann nicht so phänomenal, wie es viele lieben, ja. Du hast jetzt keine Echsenmenschen, die vom Sirius hier kommen oder so etwas, keine Nephilim, aber du hast es einfach astrologisch begründet mit der Geburt des neuen Jahres. Wunderschön. Es gibt ja das Buch von Robert Temple, Das Rätsel des Sirius, wo er ganz ausführlich über die ganze Menschheitsgeschichte und verschiedene Kulturen schreibt, die da alle einen Bezug zum Sirius haben. Kann ich sehr empfehlen. Kannst du mir irgendwie die nächsten Wochen mal eine Auflistung zukommen lassen, über was wir mit dir alles quatschen können? Scheinbar über alles, wa? Ja, in aller Bescheidenheit, du kannst mit mir über alles reden. Ja, finde ich geil, ja. Ich behaupte mal mit mir auch, nur über Mathematik nicht so. Das ist war Okay. ja. Okay. Was kann man bei dir alles buchen, vielleicht zum Ende? Ich weiß, du gibst Kurse, hast du ja gesagt, heilige Geometrie ist eine Sache. Was wir jetzt nicht so erörtert haben, ist eigentlich, so habe ich dich in Halle kennengelernt, so ein Hauptgedanke von dir, anliegender Weg zum Herzen. Da sind wir jetzt kaum drauf eingegangen, so der Weg vom Kopf zum Herzen. Im Gegenteil, wir waren viel im Kopf jetzt, im Verstand, ja. Ja, aber das war immer dann, wenn ich gesagt habe, wir dürfen das weiße Papier nicht vergessen. Oder eben, ich habe gerade gesagt, du kannst mit mir über alles reden. Ja? Damit, der Verstand, der will immer ausweichen. Ja? So ähnlich wie bei Hase und Igel, könnte ich aber sagen, ich bin schon da. Ich habe das alles gelesen, ich habe alles durchgesucht. Ja? Aber dort ist die Antwort nicht. Und ich kann mit dem Verstand überall hingehen, bis er dann irgendwann mal sagt, okay, ich gebe auf. Und dann können wir anfangen, jetzt hör mal auf zu denken. Ja, jetzt fühl mal. Nicht, geh nicht deinen Ängsten nach, sondern folge diesem positiven Gefühl, diesem Vertrauen in das Leben. Lass das mal wachsen. Lass das stehen. Lass dir das von niemandem kaputt machen. Aber höre auch auf. Das hat man in der esoterischen Szene ganz oft. Aha. Dann ist die Frequenz des Herzens. Nein. Ja, hör auf, irgendwelche Konzepte drüber zu legen. Die Liebe ist die Liebe ist die Liebe. Oder das Herz ist das Herz ist das Herz. Ja, da, sobald du, ich mach's mal an folgendem Beispiel, du bist frisch verliebt und die Liebe fühlt sich groß an. Und wenn ich jetzt meinem Partner sage, ich liebe dich, ist es so, als würde ich die Liebe töten. Also es fühlt sich sozusagen an, weil dieser Satz, ich liebe dich, eigentlich viel, viel, viel zu klein ist, Ja, um das stimmt. zu beschreiben, was die Liebe eigentlich ist. Und Oder das, was ich wenn empfinde man für den dich Partner. jetzt hört, und das ist ein super Test auch für die Zuhörer, Zuseher, man kann das, was du sagst, nur erfühlen. Ja. Und man kann es nur noch erfühlen. Man kann es jetzt nicht mehr begründen, was du sagst. Genau. Es Du müssen musst die Leute aufhören, nach Begründung zu suchen. Du kannst jetzt auch sagen, der schwurbelt, der macht erfüllen. seichten Mist und so weiter. Du sprichst wahr, du sprichst tief wahr. Ja, ihr müsst an irgendeinem Punkt, wenn ihr sozusagen mit mir zusammen seid oder wenn ihr meine Vorträge hört oder so, gibt es irgendeinen Punkt, wo ihr merkt, da geht es eigentlich gar nicht um die Worte. Die Worte sind ein Hilfsmittel. Es geht um was ganz anderes. Es geht auch nicht darum, eine Maschine zu bauen, die in der heiligen Geometrie ist. Es geht nicht darum, irgendwas im goldenen Schnitt zu bauen. Kann man machen, das ist aber Pillepalle. Es geht letzten Endes darum, wieder das zu fühlen. Stell dir jetzt eine sehr intime Frage. Was ich so mitbekommen ist, im Grunde beschreibst du doch mit all dem deinen eigenen autobiografischen Weg, oder? Letzten Endes ja. Also angefangen habe ich natürlich mit dem Verstandesweg. Aber gleichzeitig habe ich ein Herz und als das aufgegangen ist, war sofort ein Sensor da, der immer gesagt hat, das stimmt nicht. Und ich habe das dann mal probiert, ne? Ich gehe einen anderen Weg, fliege auf die Schnauze und dann sagt das Herz, ja, habe ich dir ja gesagt. Aber nicht bösartig. Weißt du?
sondern liebevoll. Du bist frei, du darfst alles machen. Wenn irgendjemand kommt und dir sagt, das sollst du nicht tun, also ich sage jetzt mal, Kinder missbrauchen und Krieg führen und morden, solltest du nicht tun. Ja, aber prinzipiell bist du frei. Du darfst alles in dieser Welt tun. Du wirst eines Tages eh zurückfinden zu Gott. Du kannst alle Meere befahren, aber irgendwann wird es dir langweilig. Und wenn du 100 Leben dafür brauchst, aber irgendwann wird es langweilig und dann gehst du auf die Suche. Wäre dann quasi. Du kannst noch 100 Bücher lesen, man kann noch 100 Bücher schreiben. Ja? Aber eines Tages merkst du, okay, ich habe jetzt alles gelesen, es ist jetzt genug. Was ist wirklich wahr? Also Menschen, ich habe sehr genossen mit dir, auch so lange zu reden. Ich glaube, wir machen zwei Teile aus unserem Gespräch. Ich gehe erfüllt aus diesem Morgen. Es zeigt mir, du zeigst mir, dass der deutsche Geist auch lebt. Mhm. Ich habe gemerkt, wie mein Herz sich auch weiten kann in unserem Gespräch, wie es sich freuen kann. Ich hoffe, das kam auch bei den Menschen an, dass du irrsinnig viel zu geben hast, zu sagen hast, zu staunen hast, aber eben auch diese Herzebene da ist. Und ich möchte dir einfach danken. Es war sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Ja. Ja. Ich würde sagen, hat mir auch Spaß gemacht. Wir machen dann langsam Schluss, oder? Ich würde sagen. Ja, wir haben ja 2,5 Stunden auf dem Tacho oder sowas. Also vielen, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich würde dann jetzt auf Ende drücken, ja? Danke dir, Andreas. Mach das. Also, viele Grüße erstmal an alle. Macht's gut. Ja. Tschüssi.